Hallo, die Uhr sagt 20 Uhr. Ich komme aus Finnland und da gilt es als unhöflich, mehr als 3 Minuten zu früh oder 5 Minuten zu spät da zu sein. Dementsprechend fange ich jetzt einfach mal pünktlich an. Willkommen beim Talk, wie man Raumschiffe baut. Letztes Mal, als ich vor, ich glaube, 3 Jahren hier einen Vortrag hielt, fing ich damit an zu erklären, wer ich bin und woher ihr mich vielleicht kennt. Wahrscheinlich kennt ihr mich alle von meinem letzten Vortrag. Und die Geschichte, was bisher geschah, war, ich hielt diesen Vortrag, wie man Raumschiffe fliegt. Falls ihr den tatsächlich wieder erwartet nicht gesehen habt, geht auf die Seite mit den Videos und googelt danach. Auf der Seite mit Videos googeln. Ist technisch gesehen richtig. Dann könnt ihr das viel über Raumschiffe fliegen lernen. Und was passierte war, dass verschiedene Leute mich fragten, den nochmal zu halten. Also so Leute wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Weltraummedizinabteilung der RWTH Aachen und andere Leute. Und ich hielt den einfach noch ein paar Mal und der ist auch noch in anderen Versionen online. Und plötzlich passierte es Anfang diesen Jahres, dass ein namhafter deutscher Wissenschaftsverlag mich fragte, ob ich da nicht ein Buch zu schreiben will. Und ich sagte, weil ich dachte, ich kann damit kein Buch füllen, aber es stellt sich raus, dass sie sehr gut drin sind, Leute zu überreden, aber sehr schlecht drin sind, Leute Deadlines zu setzen. Und als jemand, der sehr deadline-orientiert arbeitet, habe ich es irgendwie nicht geschafft, irgendwas zusammenzukriegen im Großen und Ganzen. Also dachte ich, mache ich doch einfach mal für das eine Kapitel des Buchs, nämlich wie baut man eigentlich Raumschiffe, hier einen Vortrag angemeldet, damit ich eine Deadline habe, zumindest das zusammenzukriegen. Deswegen, das ist der Grund, warum ich diesen Vortrag jetzt halte. Und eigentlich sollte es ein genereller Vortrag darüber werden, wie man Raumschiffe baut, also alles. Dann stellte ich fest, dass ich darüber mehrere Tage lang erzählen kann. Also begrenze ich mich heute mal einfach nur auf die Hülle eines Raumschiffs. Ja, ich kann, die nächste GPN kann ich dann jeden Tag ein Vortrag mal gucken. Das hier ist jetzt erstmal nur, wie baut man eigentlich Raumschiffe, Teil 1, die Hülle. Und je nachdem, wie ich so drauf bin, kann es passieren, dass in den nächsten Jahren noch weitere solche Vorträge passieren. Und falls das Buch irgendwann rauskommt, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Anyway, Input-Fokus im falschen Fenster. Da. Um was geht's? Es geht hierbei um echte Raumschiffe. Also nicht irgendwie so Sci-Fi und nicht irgendwie so riesige, stadtgroße Dinger mit Phasern und Photonentorpedos. Wäre cool, aber es geht um echte Raumschiffe, wie sie wirklich existieren und wie man sie wirklich baut. Also diejenigen von euch, die ein gutes FabLab oder ein gutes HackLab haben mit guten Gerätschaften und gute Raketen haben, können das dann mal ausprobieren. Und es geht generell darum, Raumschiffe mit Menschen drin zu transportieren. Also Hunde drin sind irgendwie egal und Roboter, für Roboter habe ich auch nichts übrig. Denn auch Aliens haben ein Recht auf eine warme Mahlzeit. Deswegen geht es hier primär darum, die Menschen so in den Weltraum zu bekommen, dass sie da auch halbwegs zufrieden sind, bis sie gegessen werden. Bis sie wieder landen. Generell geht es so um, was für Materialien benutzt man, um ein Raumschiff zu bauen, was für Bauformen sind üblich und was für Designentscheidungen gehen überhaupt in so ein Raumschiffdesign rein. Erstmal fangen wir damit an, wie Science Fiction uns sagt, dass Raumschiffe gebaut werden. Also man hat einen Raumdock zum Beispiel im niedrigen Erdorbit oder im Orbit um den Mars und da hat man so Strukturen und dann schweißt man riesige stadtgroße Objekte aus Duranium zusammen oder Unobtanium und dann leuchten die blau und sind generell awesome. Doch ich muss euch enttäuschen, das geht so nicht. Also prinzipiell geht das so schon. Wenn ihr so einen Raumdock habt und Duranium und Unobtanium und was blau leuchtet, könnt ihr das schon so bauen. Das ist halt keine gute Idee. No judgment. Sondern in Wirklichkeit sehen die Raumschiffe, die man heutzutage so baut, wie Blechdosen aus. Also je nachdem, wer diese Blechdosen gerade baut, haben sie tatsächlich aus dem Blech oder hier die Sojus-Kapseln haben halt so Heizdeckchen, so handgehäkelte Heizdeckchen außen dran. Ich erkläre euch, warum die so aussehen, warum das eine sinnvolle Idee ist, diese Blechdosen aussehen zu lassen und warum auch diese gehäkelten Deckchen außen dran eigentlich eine gute Idee sind. Und dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Ich habe im Vortrag versprochen, im Abstract versprochen, dass ich euch erkläre, warum Erbsensuppe ein gutes Material ist. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Ja, je nachdem, wie gut die Designer sind, also wenn man irgendwie die Sowjetunion ist, dann baut man halt etwas, das so aussieht, als wäre es irgendwie aus einem Stahlofen getropft und erstarrt und dann ein Deckchen drum.
wenn man irgendwie ein bisschen cooler ist und Milliardär, dann baut man vielleicht etwas, das so aussieht, weil man irgendwie zufällig auch noch eine Autofirma hat, die ein bisschen was mit Design können. Aber im Großen und Ganzen ist auch das Dragon 2 Raumschiff der Firma SpaceX einfach eine Blechdose, die außen angemalt ist und ein bisschen hübsche Dinge dran hat. Also fangen wir erstmal an, was sind unsere Annahmen? Die Annahme ist, wir haben eine Rakete oder ein Katapult oder eine Railgun oder irgendwas, was uns nach oben befördert, auf eine Art und Weise, die man überleben kann. Und wir möchten im erdnahen Weltraum sein, war fürs Erste. Und wir möchten, dass unser Raumschiff einige Sachen draußen hält, einige Sachen drinnen hält. Also zum Beispiel wollen wir das Vakuum draußen halten. Oder anders formuliert, wir wollen den ganzen Kram, der so im Weltraum rumfliegt, Strahlung und die Temperaturschwankungen zwischen sehr nah am absoluten Nullpunkt und oh nein, die Sonne brennt mir die Haut weg, wollen wir auch irgendwie draußen halten. Mikrometeoroiden, nicht zu verwechseln mit Meteoriten oder Meteoren. Wikipedia hat da sehr schöne Auflistungen von, wie man da am besten drüber klugscheißen kann. Es gibt da viele verschiedene Begriffe. Mikrometeoroiden ist das, was wir nicht wollen. Das ist nämlich das, was uns kaputt haut, wenn wir nicht drauf achten. Und Aliens wollen wir auch draußen halten. Zu den konkreten Techniken, wie man Aliens aus Raumschiffen draußen hält, will ich nicht so viel erzählen, denn das ist geheim. aber kann man sich ja vorstellen, dass man die Aliens prinzipiell draußen halten will, es sei denn, man will es wirklich. Andere Sachen möchte man im Raumschiff normalerweise drin lassen. Also man möchte halt seinen Menschen irgendwie knusprig halten. Sprich, man möchte sie auf Betriebstemperatur lagern. Dann müssen die immer so Gase zugeführt kriegen wie Sauerstoff, während andere Gase halt abgeführt werden müssen. Tatsächlich hat bei den ersten Raumschiffen, die gebaut worden sind, hatte man halt an Geruch nicht so gedacht, was dazu führte, dass, also bei den ersten Raumflügen, die nur ein paar Tage dauerten, war das nicht so schlimm, aber sagen wir mal bei den Salyut-Stationen oder auch noch bei der Mir gab es ein sehr großes Geruchsproblem und es gab ein Problem mit der Weltraumkrankheit, dass halt einmal man einem übel wird, wenn man in Schwerelosigkeit kommt, daran kann man sich gewöhnen, aber es ein weiteres Problem mit der Weltraumkrankheit beim Betreten der Raumstation gab. Weil es halt einfach so schlimm roch. Die ISS ist die erste Raumstation, die tatsächlich Geruchsdesign mit einfließen gelassen hat. Wobei es immer noch so ist, wenn ihr mal einen Webstream anschaut, wie ein neues Raumschiff an die ISS andockt und die Astronauten die Klappe aufmachen. Normalerweise ist das Erste, was sie sagen, wenn ein Astronaut zur Raumstation wieder zurückkehrt, dieser Geruch. Es ist wohl immer noch so, dass die Internationale Raumstation einen sehr charakteristischen Geruch aufweist. Und naja, da kann man nicht viel machen, außer, ja, das kann man im Hinterkopf halten, wie man es designt. Weiche Wände, weiche Gedanken sind auch eine gute Idee in Raumschiffen, weil man hat da nicht viel zu tun, außer rumzufliegen. Und wenn man nur rumfliegt, dotzt man irgendwo gegen. Anyway, die Anforderungen, die wir für so ein Raumschiff haben, sind im Großen und Ganzen identisch mit der einer Wurstdose. Weil das Ganze muss irgendwie luftdicht sein. Hat auch innen einen Überdruck gegenüber der äußeren Umgebung. Das Ganze muss irgendwie den Geruch drin halten oder halt nicht Gase nach außen hin verlieren. Und die Aliens müssen draußen lassen werden. Im Fall einer Wurstdose seid ihr die Aliens, tut mir leid. Aber im Großen und Ganzen, also so rein technologisch, wenn man eine gute Wurstdose bauen kann, kann man auch schon mal grundlegend ein gutes Raumschiff bauen. Eine gute Raumschiffhülle bauen. Das dachten sich die Amerikaner auch bei den Mercury-Kapseln. und die ersten Raumkapseln, die so gebaut worden sind, sowohl von den Amerikanern als auch von den Russen, sahen halt tatsächlich aus wie Wurstdosen, weil man halt keine Erfahrung hatte und sich halt einfach denselben Gedankengang gemacht hat, dass halt Wurstdose gut ist. Das funktioniert auch soweit und das ist auch ein Konzept, mit dem man echt arbeiten kann. Sprich, Aluminiumblech irgendwie vernünftig verfalzt und vernünftig luftig gemacht, ist erstmal grundlegend schon mal ein gutes Material für eine Hülle. Und wenn man das grob in Dosenform baut, dann passt das auch auf die Rakete oben drauf. Hier ist ein Schnittbild von so einer Sojus-Kapsel und man sieht außen, das ist halt irgendwie erzschlagsicheres Stahlblech, weil Kalter Krieg, außenrum und alles andere ist innen drin. Und hier und da guckt mal was aus dieser Hülle raus, aber im Großen und Ganzen ist die Hülle, das gelbe Bauteil, das ist halt einfach eine Dose und da drinnen sitzen Menschen. Und dann ist da irgendwie so eine Sauerstoffflasche, liegt halt damit rum, die ist halt festgeschraubt. Aber da ist es nicht so, wie man sich das vielleicht aus dem Automobildesign vorstellt, dass man seine Systemgruppen spezifiziert und dann da die Karosserie drumherum baut oder sowas. Nein, wir haben erstmal eine Dose und da tun wir alles rein und dann passt das. Die Form und Größe ist dabei meistens davon beschränkt, wie das
Startsystem ist halt erlaubt. Also ich weiß nicht, wie eure Katapulte so funktionieren, aber im Großen und Ganzen benutzt man Raketen und Raketen haben normalerweise oben auf der Nase drauf so eine Verkapselung. Also die Russen starten ihre Raketen, also auch ihre bemannten Raumschiffe tatsächlich in so einer Verkapselung. Damit ist das Ganze schön aerodynamisch abgeschirmt und wenn man hoch genug ist und die dichte Atmosphäre durchdrungen hat, wirft man diese Verkapselung ab und das Raumschiff muss dann keine aerodynamische Form haben und kann im Weltraum so rumfliegen, wie es mag. Die Amerikaner bauen das Ganze lieber eher so, dass zumindest die Spitze der Kapsel oben aus der Rakete rausguckt, damit man einfacher rein und raus kann und wenn es unter einem explodiert, auch irgendwie schnell weg kann. Scheint den Russen nicht so wichtig zu sein. Das hier ist übrigens aus dem Handbuch der Falcon 9. Man kann auf der SpaceX-Webseite sich das Benutzerhandbuch runterladen. Da ist dieses Bild drin, wie groß man denn seinen Satelliten bauen darf, wenn man den da oben drauf schrauben will. Und wenn man jetzt so eine Blechdose baut, hat man halt diese Größe, dann baut man eine Blechdose, die da reinpasst und dann tut man ein bisschen Luft rein und kramst und hat man irgendwie ein grundlegendes Raumschiff zusammen. Das ist die klassische Methode, ein Blechdosenraumschiff zu bauen. Das ist aber nicht die einzige Methode, ein Raumschiff zu bauen, denn es gibt auch eine andere sehr beliebte Bauform von Raumschiffen, die einfach völlig anders vom Gedankengang her ist, nämlich man hat irgendwie Leute, die hat man vielleicht schon mal im Weltraum und man nimmt sie und man packt sie ein und man wirft sie aus der Luftschleuse raus. Raumanzug. Ein Raumanzug ist im Großen und Ganzen ja eigentlich auch nichts anderes als ein Ein-Mann-Raumschiff. Da ist ein Mensch drin und da ist eine Hülle drumherum, die ihn genauso wie die Wurstdose wieder davor schützt, vor dem Vakuum, vor der Temperaturschwankung, vor der Strahlung, vor den Mikrometeoriden ein wenig, hoffentlich. Und im Großen und Ganzen funktioniert das auch sehr gut. Da benutzt man halt tatsächlich keine Blechdosenmaterialien, sondern man benutzt halt Materialien aus Stoff, also man benutzt luftdichte Folien, man benutzt Kevlar als Schutz gegen Mikrometeoriden, man benutzt Unterwäsche mit Wasserleitungen drin, um die Wärme auszugleichen und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert auch relativ gut. Das hat man seit den 60ern probiert. Als das erste Mal jemand in einem Raumanzug das Raumschiff verließ, war er sehr glücklich. Als er es wieder betreten wollte, war er sehr unglücklich, weil der Raumanzug sich aufgeblasen hat und er nicht mehr reinpasste. Denn man hat ja einen Luftdruckunterschied zwischen draußen und drin. Das war Alexei Leonov für die sowjetische Raumfahrt. Und dann musste er seinen Druck reduzieren, indem er einfach Luft abließ, bis er fast bewusstlos wurde, schnell reinkletterte, Klappe zumachte. War gut. Und man sollte vermuten, dass man daraus was gelernt hat, aber es war ja kalter Krieg. Deswegen haben die Russen das niemandem mitgeteilt, sodass die Amerikaner bei ihrem ersten Weltraumspaziergang ein Jahr später genau dasselbe Problem hatten. Und genau dieselbe Lösung nahmen. Tatsächlich ist es heutzutage so, also die ersten Raumanzüge und die Raumanzüge, die auch primär heutzutage noch verwendet werden, sind halt wirklich so, dass man quasi in seinem Anzug schwebt. Also um einen herum ist diese Luftblase um den gesamten Körper herum und man berührt hier und da mal die Wand, aber im Großen und Ganzen schwebt man in seiner Luftblase. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig. Wenn man im Vakuum ist, ist das primäre Problem nicht, dass man platzt. Wenn man einen Menschen einfach ins Vakuum tut, platzt er nicht. Sondern, ich meine, man hat natürlich ein Problem mit dem Druck, der Blutdruck ist höher als der Umgebungsdruck, sprich, wenn man einfach irgendwie ins Vakuum getan wird, bilden sich Luftblasen oder Stickstoffblasen im Blut und man kann Embolien bekommen und außerdem kann man dann nicht atmen, das ist nicht gut, aber solange man eine Atemmaske hat, kann man atmen und man muss nur irgendwie anders Druck ausüben, sprich, wenn man einfach Gewebespannung von außen ausübt, sprich, wenn man sehr eng anliegendes Gewebe benutzt, kann man genauso gut einen Raumanzug bauen, in dem nur der Kopf tatsächlich in einer Luftblase ist und der Rest einfach mit sehr viel Spannung angezogen wird. Das Ganze sieht auch viel besser aus und stylischer, sodass das SpaceX-Design für den Raumanzug, das noch nicht vorgestellt ist, aber im Laufe des Jahres vorgestellt werden soll, auf dieser Basis wohl wesentlich schnieker aussehen soll als diese bobbligen Männchen, die man sonst immer so rumfliegen sieht. Aber der Hintergedanke ist, wenn man so einen Raumanzug für Menschen bauen kann und da halt Menschen reintun, also ist quasi formpassend um einen Menschen herum bauen kann und das auch luftdicht ist und temperaturdicht, warum tut man das dann nicht auch um das Ganze, den ganzen Raumschiffinhalt herum? Und damit kommt man zu aufblasbaren Raumstationen. Die sehen dann die sehen dann so aus. Also es gibt da die Firma Bigelow, die tatsächlich bereits zwei ganze Raumstationen, aufblasbare Raumstationen gebaut hat und gestartet hat und Leute eingeladen hat, dorthin zu fliegen und niemand ist hier hingeflogen. Nämlich haben sie von den Russen für billig alte Interkontinentalraketen gekauft. Die Russen wollten ihre, für den Strategic Arms Reduction Treaty mussten sie ihre Atomraketenanzahl reduzieren und die billigste Methode, eine Interkontinentalrakete zu entsorgen, ist den Gefechtskopf abzuschrauben, was anderes draufzuschrauben, ist direkt aus dem Silo in den Orbit zu entsorgen.
Und auf die Art und Weise hatten sie bereits zwei aufblasbare Raumstationen gebaut und die haben auch Webcams drin und die waren auch druckstabil und sind dann irgendwann wieder eingetreten. Da ist aber halt niemand hier hingeflogen. Und jetzt hat endlich sich die NASA bequatschen lassen, auch ein Modul von ihnen, nämlich dieses Inflatable Experiment Module ist der Name, zur ISS zu fliegen. Mit dem letzten SpaceX Dragon CRS-8 Flug kam es dahin, wurde angedockt, erstmal noch. Es ist relativ kompakt, wenn es zusammengebaut ist und soll dann aufgeblasen werden. Das sollte eigentlich gestern Mittag passieren. Und sie haben das Verfahren auch eingeleitet, es aufzublasen. Dann machte es Klonk. Und jetzt wollen sie erstmal gucken, was da passiert ist. Also das ist kein Foto, das ist noch eine Artist Impression. So soll es aussehen, wenn es aufgeblasen ist. Die primäre Funktion davon soll erstmal einfach das Mülllager der ISS sein, damit es nicht so schlimm ist, falls es dekomprimiert. Also wir wollen primär gucken, ob das tatsächlich so gut ist, wie die Theorie sagt. Aber man kann prinzipiell aufblasbare Raumstationsmodule bauen und es ist auch keine schlechte Idee. Anders als in der Speisekammer bei den Blechdosen, da gibt es natürlich Anforderungen, die so eine normale Wurstdose nicht erfüllen muss. Es sei also keine negativen Kommentare über, wie ihr eure Wurstdosen lagert, aber normalerweise hat man keine so große Temperaturdifferenz bei einer Wurstdose. Im Weltraum sagt man ja immer, je nachdem, wie man fragt, ist es sehr heiß oder ist es sehr kalt. Beides ist richtig, denn der Weltraum hat, naja, sagen wir mal zwei Seiten, wenn man im niedrigen Erdorbit ist. Man hat die Seite, die der Sonne zugewandt ist, und da kommen, die Sonnenoberfläche hat 5600 Kelvin Temperatur, es kommen ungefähr 1,6 Kilowatt pro Quadratmeter an Wärmeleistung an, die man absorbiert und das heizt auf. Die andere Seite des Raumschiffs jedoch ist mit der dunklen Seite des Weltraums thermisch verbunden. Sprich, da ist einfach der dunkle Weltraum, der 2,73 Kelvin Hintergrundtemperatur hat. Das ist natürlich ein kleines bisschen ein Problem. Wenn man jetzt ein Raumschiff aus einem soliden Klotz Aluminium bauen würde, wäre das alles okay, weil da gibt's Wärmeleitung drin und es gleicht sich aus und nichts ist so schlimm und die mittlere Temperatur ist auch okay. Wenn man jedoch Raumschiff aus Blechdose baut, hat man das Problem, dass die sonnenzugewandte Seite sich ausdehnt und Verspannungen auftreten, während die sonnenabgewandte Seite sich halt abkühlt. Und wenn man das nicht im Hinterkopf hat, dann kriegt man große Probleme. Ich habe mich gerade letzte Woche mit Leuten unterhalten von der Aalto-Universität in Espoo in Finnland, die gerade ihren ersten Satellit zusammengeschraubt haben, der soll nächste Woche starten. Und bevor man einen Satelliten in den Weltraum schießen kann, muss man immer auf einem Shake-Table tun, also auf einen Wackeltisch, um zu gucken, ob es die Startvibration aushalten kann. Und wir haben selbst einen Shake-Table, wir haben das ausprobiert, wir haben das alles gut gebaut, mechanisch fest und waren total zufrieden und brachten es dann zum offiziellen Test. Und der Shake-Table dort ist halt mit genau diesen Bedingungen. Auf einer Seite wird draufgestrahlt, auf der anderen wird gekühlt und plötzlich waren die einen Schrauben auf der einen Seite ein kleines bisschen zu klein und drehten sich einfach raus. Das heißt, diese Temperaturdifferenzen muss man, wenn man es irgendwie kann, möglichst vermeiden. Das heißt, man muss irgendeine Form von thermischem Management in seinem Raumschiff haben. Eine Methode, die man machen kann, wenn man irgendwie nichts anderes weiß, ist das Ding weiß anmalen, sodass die heiße Seite besser reflektiert und die kalte Seite weniger stark abstrahlt. Deswegen sind Raumschiffe bevorzugt weiß oder silber und nicht schwarz. Außer man ist ein Spionagesatellit und will nicht gesehen werden. Dann baut man sein Raumschiff in schwarz. Dann hat man große Probleme und muss dann irgendwie was Schlaues machen. Andere Möglichkeiten sind ein aktives Kühlsystem. Die Internationale Raumstation hat halt verschiedene Farben außen dran und sie wollten das irgendwie richtig machen. Die hat ein aktives Kühlsystem. Da wird halt quasi wie im Kühlschrank einfach Zeug im Kreis gepumpt und auf der einen Seite dehnt es sich ein bisschen aus und auf der anderen Seite kühlt es ab. Das funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Auf der ISS sind da halt viele, viele Liter Ammoniak, die im Kreis gepumpt werden. Das Problem mit Ammoniak ist jetzt, dass es nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Und dieses System halt nur durch sehr dünne Schichten von der inneren, vom Personenraum abgegrenzt ist. Es ist eins der Szenarien für die ISS, wo man die ISS aufgeben müsste, wenn so ein Ammoniakleck auftritt. Denn es gibt kein Szenario, wo man beim Ammoniakleck, einem dicken Ammoniakleck in der ISS diese retten könnte. Wenn da erstmal Ammoniak reinströmt, kann man auch mit so einem Raumanzug das nicht wirklich wieder dicht machen und es ist für immer kontaminiert, dann muss man die wegschmeißen. Sie haben da zwar sehr gründlich für gesorgt, dass es nicht passiert. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo Ammoniakwarnungen auftreten, die dann sich bisher immer als Fehlalarm herausgestellt haben. Und wenn es mal in einem Endmodul passieren würde, kann man vielleicht nur das wegschmeißen. Aber sollte in einem Zentralmodul der ISS ein Ammoniakleck auftreten, dann ist die hinüber. Das ist schlecht.
Der Vorteil von so einem aktiven Kühlsystem ist halt, dass man die Temperatur sehr stabil hält, dass sich nichts verspannt, dass die Raumstation sehr lange lebt, solange kein Ammoniak leckt. Und man halt insbesondere die Raumstation auch noch unter die Gleichgewichtstemperatur kühlen kann. Denn auf der ISS, wenn ihr euch ein Bild davon anguckt, ich glaube, ich habe hier jetzt keins drin, ist immer auf der Schattenseite, also immer auf der sonnenabgewandten Seite, sind so großen Paneele, durch die das Ammoniak durchfließt und sich mehr in der Fläche mehr mit dem 2,73 Kelvin kalten Hintergrund ausgleicht als mit dem 5600 Kelvin heißen der 5600 Kelvin heißen Sonnenoberfläche. Und dann gibt's noch eine andere Methode, die bei der Apollo-Mission benutzt wurde. Die Raumschiffe sind halt einfach rund und auf dem Weg zum Mond, wo man so einen Tag unterwegs war, dreht man sich einfach langsam um die Längsachse. Das kann man machen, dann bleibt man auch thermisch ausgeglichen und alles ist schön. Das ist halt für sowas wie eine Raumstation weniger praktikabel, wenn man die Erde permanent beobachten möchte oder so. Aber man muss es halt im Hinterkopf haben, dass wenn man sich nicht um die Temperatur kümmert, hat man große Probleme und die Schrauben fallen raus. So, was gibt's noch? Außer Temperatur kommt halt auch sichtbares Licht und UV-Strahlung von der Sonne an. Ihr kennt das ja, wenn ihr hier bei dem Wetter wie heute draußen auf der Wiese liegt, ist es nach spätestens 3 Stunden sehr unangenehm und dann werdet ihr rot und dann pellt es ab und dann seid ihr wieder weiß. So ist es bei mir. Das ist auf der Erde ja noch ganz okay, denn hier haben wir so Ozonschicht und die ganze hübsche Atmosphäre, die UV-Strahlung abschirmt. Deswegen haben wir auf der Erde nur 1 Kilowatt pro Quadratmeter, im Weltraum jedoch 1,6 Kilowatt pro Quadratmeter und diese 600 Watt pro Quadratmeter, die einen treffen, sind fast ausschließlich UV-Strahlung. Ihr könnt euch vorstellen, was mit einem Menschen passiert, wenn er 600 Watt UV-Strahlung pro Quadratmeter abbekommt. Das ist nicht schön. Also muss man halt dafür sorgen, dass die UV-Strahlung nicht rein kann. Also zum einen muss man dafür sorgen, dass die Materialien UV-fest sind. Wenn man außen irgendwie so schlechtes Consumer-Grade-Plastik dran hat, ist das nach ein paar Tagen nicht mehr gut. Aber Aluminium zum Beispiel kann das problemlos ab oder ähnliche Blechdosenmaterialien. Man will aber vielleicht mal auch aus dem Fenster gucken und da sollte man tunlichst dafür sorgen, dass diese Fenster UV-Filter haben. Die russischen Module haben tatsächlich wegklappbare UV-Filter an den Fenstern, die nach unten gehen. Der Hintergedanke war, man möchte ja vielleicht Erdbeobachtungen machen und vielleicht auch UV-Absorption messen oder Fluoreszenz von Chlorophyll messen, da braucht man das UV-Filter aus dem Weg, sodass man dann da direkt durchgucken kann. Und als das Modul neu war, wollten sie das mal ausprobieren und ein Astronaut hat es halt aufgeklappt und ein paar Fotos gemacht und nach wenigen Sekunden schon Sonnenbrand bekommen. Seitdem ist es offiziell jetzt nicht mehr vorgesehen, diese wegklappbaren Filter tatsächlich wegzuklappen. Schlechte Idee. Tatsächlich hatte ich mal eine längere Diskussion mit jemandem, wenn man einfach ohne Raumanzug aus einer Luftschleuse geworfen wird, was ist denn das Erste, woran man stirbt? Ersticken ist die wahrscheinlichste Sache, aber wenn man Sauerstoff dabei hat, kann es durchaus sein, dass man einfach durch die starke UV-Strahlung auf der Hauptoberfläche einen so starken septischen Schock erleidet, dass man daran stirbt. Also die UV-Strahlung ist nicht zu vernachlässigen. Dann gibt es auch noch in der Energieskala höher gehend hochenergetische Strahlung. Also zum einen hat man halt aus der Sonne heraus alles Mögliche, was so von der Kernfusion passiert. Das ist aber für mich als Plasmaphysiker im Megaelektronenvoltbereich keine hochenergetische Strahlung, sondern die hochenergetische Strahlung ist das, was irgendwo vor Millionen Jahren mal in einer Supernova-Explosion erzeugt wurde und einen aktiven galaktischen Kern quer durchs Universum zu uns geflogen ist und uns dann trifft. Das Spektrum davon geht bis zu 10 hoch 20 Elektronenvolt. Das entspricht der Energie eines fliegenden Tennisballs in einem Teilchen. Das ist halt problematisch. Da muss man irgendwas machen. Die schöne Geschichte, die wir hier auf der Erde haben, ist das Magnetfeld. Wenn man sich die Erde so anguckt, haben wir ja Nord- und Südpol und da gehen magnetische Feldlinien rum. Und all die hochenergetischen Strahlen, die so reinkommen, werden durch verschiedene Schichten der Erdmagnetosphäre abgebremst. Also zum einen sind die geladenen, zumindest die geladenen Teile der Strahlung halt in der Lage, von Magnetfeldlinien abgelenkt zu werden. Und sie sortieren sich nach ihrem Masse-Ladungsverhältnis. Sprich, Protonen und Elektronen bilden diese sogenannten Van Allen-Strahlungsgürtel. Das ist jetzt nicht ganz maßstabsgerecht. Die liegen weit oberhalb der normalen Umlaufbahn, in der man mit bemannten Raumschiff hinfliegt. Wenn man sich die Strahlungsdichte aber anguckt, sieht man, dass es innerhalb dieser Strahlungsringe sehr geringe Strahlungsniveaus nur gibt. Auf diesen Ringen extrem hoch, sodass es nur für wenige Tage überlebbar wäre und außerhalb dann so die Umgebungsstrahlungsdichte ist. Und dann gibt es noch die Bugwelle, wo der Sonnenwind sich vor der Erde staut, die auch in der Lage ist, hochenergetische Teilchen zu streuen. Fragt Petschke zu den Details dazu, der hat da seine Doktorarbeit zugeschrieben. Also wenn man irgendwie sich da nicht drum kümmern will, fliegt man einfach hier im Innern, da diesen Ring lang. Das ist ungefähr die Flughöhe der internationalen Raumstation im Verhältnis zu diesen Abständen dieser Van Allen-Gürtel. Jetzt gibt es da ja doch
Zwei Probleme. A, wenn man zum Mond will, muss man da raus. Und B, aufgrund der großen Menge an Eisenerzablagerungen in Südamerika ist das Erdmagnetfeld nicht so ein perfekter Dipol, sondern es ist verformt. Und es gibt etwas, das sich die südatlantische Anomalie nennt, wo einfach das Erdmagnetfeld so verformt ist, dass der innere Strahlungsring die Atmosphäre berührt. Über den Südatlantik. Wenn ihr mal Fotos guckt von irgendwie Kontrollräumen, von allen Raumstationen, sieht man immer SAA irgendwo eingezeichnet, die südatlantische Anomalie. Und dadurch, dass es auf die Atmosphäre prasselt, wird ein Großteil der Teilchen da halt einfach, die prasseln drauf, leuchten ein bisschen, sind dann weg. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da die Strahlungsdichte permanent hoch wäre, weil ein Großteil von dem, was an der Stelle ist, sofort die Atmosphäre trifft. Aber es führt dazu, dass die Atmosphäre im Südatlantik stärker ionisiert ist als irgendwo sonst. Was den lustigen Nebeneffekt hat, dass man bei besonders starken Strahlungsbedingungen in Südamerika, also sagen wir mal, man sitzt in Brasilien und die südatlantische Anomalie geht so parabolisch über einen rüber. Das heißt, die ionisierte Atmosphäre hier fokussiert die Radiowellen aus Florida. Und es ist oft, öfters mal der Fall, dass man in Rio de Janeiro den Taxifunk aus Miami hört. Das führt aber halt auch zu erhöhten Strahlungswerten auf Raumstationen und Satelliten. Und es gibt immer mal wieder Fälle, wo Satelliten die südatlantische Anomalie betreten und nicht wieder verlassen. Also zumindest nicht mehr zurückfunken. Am besten bleibt man da drin und dann ist es eigentlich okay. Also ich meine, auf der internationalen Raumstation, man kann da mehrere Jahre bleiben, ohne dass man irgendwie eine signifikant erhöhte Strahlungsbelastung hat, die irgendwie das Krebsrisiko groß erhöht. Wenn man aber raus will, muss man irgendwas tun. Man muss sich halt irgendwie abschirmen. Da kann man natürlich die erprobte Methode, einfach die Blei außenrum zu bauen, nehmen. Das ist eine gute Idee, das ist aber zu schwer. Also ich weiß nicht, wie eure Raketen so aussehen, aber mehrere Tonnen Blei mitnehmen ist normalerweise nicht so gut. Man nimmt aber normalerweise, wenn man sowieso aus der Erde wegfliegt und sei es zum Mond, zum Mars, zum Saturn, zum Planet X oder zu den Aliens, nimmt man sowieso große Mengen von Zeug mit, also zum Beispiel Wasser und Treibstoff. Und es ist eigentlich eine relativ einfache Methode, ein Raumschiff so zu bauen, dass man die Treibstofftanks ringförmig außenrum anordnet und im Innern der Treibstofftanks quasi zylinderförmig oder wie auch immer geartet sein Passenger-Compartment hat. Sprich, man wohnt im Innern des Treibstoffs. Das klingt ein bisschen scary, aber ich weiß nicht, ob ihr hochenergetische Teilchen mehr mögt als Treibstoff um euch rum. Wasser ist dabei, also ich meine, ihr kennt das vielleicht aus Bildern von Forschungsreaktoren, wenn man so ein Kernreaktor unten im Swimmingpool hat mit 20 Meter Wassertiefe, kann man oben stehen, während er unten schmilzt. Es ist tatsächlich 20 Meter Wasserschirm, alles ab. Jetzt ist aber 20 Meter Wasser auch wieder zu schwer für so ein normales Raumschiff. Was viel besser funktioniert als Wasser, ist flüssiger Wasserstoff. Wenn man sowieso eine Rakete hat, die mit flüssigem Wasserstoff läuft, hat man mit flüssigem Wasserstoff eine 8-mal so hohe Abschirmungsrate für hochenergetische Teilchen als mit normalem Wasser. Einer der Gründe dafür ist, wenn man Wasser, das ja aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht, mit hochenergetischen Teilchen trifft, zerhaut man das Wasser und kriegt Sekundärteilchen. Denn dieser Sauerstoffkern ist ja ein etwas schwererer Kern, der noch in Sekundärteilchen zerfallen kann. Wenn man aber Wasserstoff, das ja primär nur aus Protonen und Elektronen besteht, mit irgendwas trifft, dann fliegt das halt weg, aber es zerbricht nicht. Das heißt, die Sekundärteilchen, die aus flüssigem Wasserstoff rauskommen, sind egal, während sie bei Wasser nicht egal sind. Und wenn man irgendwie Kerosin benutzt, ist man noch schlechter dran. Deswegen sollte man im Weltraum nicht Kerosin benutzen, aber da gibt es auch noch andere Gründe, warum das eine schlechte Idee ist. Und dann kommt noch dazu, wenn man sich längere Zeit außerhalb der Erdmagnetosphäre aufhält und diese hochenergetischen Gigaelektronen-Voltteilchen abbekommt, weiß eigentlich niemand, was passiert. Denn es war noch nie jemand länger als 3 Tage außerhalb der Erdmagnetosphäre, nämlich die Apollo-Mission, waren die einzigen Menschen, die jemals außerhalb waren. Und durch einen Zufall haben es alle von denen geschafft, in strahlungsleisen Zeitbereichen außerhalb der Erdmagnetosphäre zu sein. Also es war nie ein koronaler Masseauswurf, es war nie ein Solarflare, es war nie ein wie auch immer geartetes kosmisches Ereignis oder Gammastrahlenblitz, zumindest soweit man sie damals messen konnte, gekommen. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend unbekannt, was mit einem Menschen passiert, der eine Woche lang außerhalb der Erdmagnetosphäre sich aufhält. Und auch auf der Erde kann man das quasi nicht simulieren. Man weiß zwar sehr viel darüber, was passiert, wenn man Mega-Elektronenvoltstrahlung ausgesetzt ist, also Tschernobyl zum Beispiel, ist unangenehm, aber Giga-Elektronenvoltstrahlung existiert auf der Erde quasi nicht und Leute ins LHC setzen ist auch nicht so beliebt. Den einzigen Messpunkt, den man dazu hat, ist, dass Flugzeugcrews und Flugzeugpiloten, die regelmäßig Interkontinentalflüge fliegen, also vielleicht so ein Drittel ihrer Lebenszeit auf 10 Kilometern Höhe verbringen, signifikant niedrigere Krebsraten haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Da denkt man sich, warum niedrigere?
Jetzt sind natürlich Flugzeugcrews, insbesondere Piloten, reiche Leute, die sich gute Gesundheitsvorsorge leisten können, aber auch eines der wenigen Berufsfelder, wo man tatsächlich regelmäßige, also mindestens einmal im Jahr Gesundheitscheckups hat. Also es kann durchaus sein, dass der Strahlungseffekt gar nicht so stark ist, dass es nicht ein gesundes Immunsystem damit einfach klarkäme. Aber man weiß es nicht und es wird interessant, das herauszufinden, wenn zum ersten Mal Leute zum Mars fliegen. Viel Spaß! So, kommen wir zu noch energetischeren, aber auch größeren Dingen, Mikrometeoroiden. Damit fasse ich jetzt zusammen nicht nur natürliche kleine Teile von Asteroiden oder Kometen oder Tropfen von gefrorenem Eisen, das aus dem Supernova-Überrestdampf kondensiert ist, sondern auch sowas wie Weltraumschrott. Danke China für diesen Wettersatelliten. Das hier ist ein Bild vom Space Shuttle Columbia auf dem zweiten Flug. Die Space Shuttle hatte ja diese Ladeluke hinten, die im Flug immer offen war. Da drin sind so Kühlpaneele gewesen, um das Ding zu kühlen. Und hier ist ein Einschlagloch, das man nach einem Flug gefunden hatte. Das ist tatsächlich auch komplett durchgegangen und hat auf der Rückseite einen ungefähr gleich großen Austrittskrater hinterlassen. Wenn das nicht nur ein Kühlpanel, sondern das Druckgefäß getroffen hätte, wäre das sehr unangenehm gewesen. Die Mikrometeoroiden gehen halt, das ist ein kontinuierliches Spektrum, die gehen von Staubkorngröße, sagen wir mal so groß wie Zigarettenrauch-Aerosole, bis hin zur Größe von Städten. Aber die Verteilung ist halt ein unglaublich unlesbares Dokument, das ich gefunden habe von der NASA. Die Verteilung sieht halt so aus, das hier ist 1976, bevor großbemannte Raumfahrt stattfand. Es gibt halt in Sachen Masse, sagen wir mal 10 hoch 2 Gramm, das ist so, naja, ein Zehntel Gramm bis zu 10 hoch 6 Gramm, gibt es eine Einschlagwahrscheinlichkeit auf einem niedrigen Erdorbit pro Jahr von 10 hoch minus 7. Sprich, man müsste 10 hoch minus 7 Jahre lang rumfliegen, bevor man mal von einem größeren Körper getroffen wird. Das ist offenbar eine Gefährdung, mit der man sich vielleicht abfinden kann. Das Problem ist jedoch, dadurch, dass die Menschen mehr Raumschiffe gestartet haben und am Anfang insbesondere Atlas-Raketen gestartet haben, die selbst nicht stabil stehen können, sondern nur durch den Druck in ihren Tanks gehalten worden sind, sprich immer Druck in ihren Tanks haben müssen, die wurden gestartet, die oberen Stufen wurden abgetrennt und die weiteren Stufen trudelten rum, hatten aber noch Druck auf den Tanks und dann heizten sie sich auf und der flüssige Wasserstoff da drin expandierte und schließlich platzten sie. Sprich, alle Atlas-Raketen, die bis Ende der 80er gestartet worden sind, sind im Orbit geplatzt und haben viele Splitter erzeugt. Und diese Splitter treffen wieder andere Satelliten und schlagen kleinere Splitter raus und kleinere Splitter. Sprich, es kommt zu einer sogenannten Ablationskaskade und ist von den ungefähr, naja, eigentlich mehreren Tonnen schweren Satelliten sind dann kleine Teile abgebrochen und hier gibt es einen Huckel und dann gibt es noch einen Huckel und dann gibt es noch mehr Huckel und im Endeffekt hat man am Ende noch so kleine Staubkrümel oder kleine Farbkleckse, die rumfliegen. Aber es geht halt prinzipiell die Rate davon hoch und hier sind jetzt Vorhersagen für 2020 und 2100. Was hier in diesem Bild noch nicht drin ist, sind die zwei großen Trümmerereignisse des letzten Jahrzehnts. Die Chinesen wollten den Amerikanern zeigen, dass sie auch Satelliten kaputt machen können und haben einen, ich glaube, 800 Kilometer hohen Wettersatellit kaputt gemacht, sodass der 800 Kilometer Orbit eigentlich nicht mehr betreten werden kann mit gutem Gewissen, weil da einfach zu viel rumfliegt. Und das andere war die Kollision von Cosmos 457 mit einem Iridium-Satelliten über dem Nordpol. Die waren relativ niedrig fliegend und sind zum Teil schon wieder in die Atmosphäre eingetreten, aber es gibt jetzt zwei starke Schichten von Trümmern, die um die Erde rumfliegen. Die ISS fliegt dazwischen, ist noch halbwegs sicher. Aber es ist halt unangenehm. Und man muss sich halt überlegen, auf dieser Größenskala, was macht man? Für diese großen Meteoroiden, also stadtgroß, kann man schlicht und ergreifend ausweichen. Die amerikanische NORAD, also die North American Air irgendwas, Luftsicherheitsbehörde hat ein Radar, das in der Lage ist, also sie sagen nicht offiziell, zu wie viel es in der Lage ist, aber sie haben schon veröffentlicht, dass sie Tennisball-große Objekte im Orbit zuverlässig tracken können. Sprich, alles, was größer als ein Tennisball ist, dem kann man ausweichen und es passiert auch gelegentlich, dass die Raumstation eine Meldung bekommt, ihr müsst jetzt 20 Meter runter oder 20 Meter hoch, um einem Objekt auszuweichen. Kleinen Meteoriten, also sowas wie Staubkörnern, kann man tatsächlich absorbieren und ich zeige euch gleich, wie das geht. Mittelgroße Objekte sind das Problem. Also sowas, wie wir da eben gesehen haben bei dem Shuttle-Kühlpanel, sowas, sagen wir mal, Erbsengroßes, kann man nicht mit dem Radar erkennen, kann man auch nicht absorbieren, ist man am Arsch. Da muss man halt irgendwie sein Raumschiff so bauen, dass man mehrere Kammern hat, um zwei in eine andere auszuweichen. Aber es ist nicht zufriedenstellend und man muss halt immer einen Plan B haben. Aber die kleinen Dinge, also
bis zu, sagen wir mal, Stecknadelkopf groß, da gibt es eine Technologie, die tatsächlich in der Lage ist, die Dinge komplett abzufangen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Stecknadelkopf, der euch mit 18 Kilometern pro Sekunde trifft. Das ist nicht gut, dann seid ihr tot. Denn dieser Stecknadelkopf enthält genug Energie, um euch einfach komplett in kleine Stückchen zu zerfetzen. Aber wenn man einfach nur so eine Blechdose baut, wie wir es am Anfang gesehen haben, und sich nicht weitere Gedanken darüber macht, ist die Blechdose dann auch hinüber. Aber da haben in den 60ern, als die ersten Leute Railguns erfunden haben und das US-amerikanische Militär mal dachte, sie können ja mal probieren, ob man damit auf uns schießen kann, haben sie halt mal auf verschiedene Testziele geschossen und festgestellt, dass man etwas bauen kann, das sich Whipple Shields nennt. Man baut schlicht und ergreifend seine Blechdose nicht nur einwandig, oder hier, man sieht unten, die dicke Schicht sind ungefähr so 5 cm. Oben, das ist mehr so bessere Aluminiumfolie. Und wie ihr sehen könnt, hat diese bessere Aluminiumfolie oben dieses Objekt überhaupt nicht aufgehalten, sondern wurde glatt durchschlagen. Was jedoch passiert ist, als dieses Objekt die oberste Schicht getroffen hat, hat es bereits so viel Energie beim Auftrag überschlagen, dass es sich extrem aufgeheizt hat. Und wenn das jetzt irgendwie ein kleines Stückchen Stein ist oder ein kleines Stückchen Eisen, ist es sofort verdampft und hat sich in Plasma verwandelt. Und ihr seht, die zweite Schicht wurde schon von einem viel größeren, ausgedehnten, mehr so von einer Wolke geladenen Schrott getroffen. Und die dritte Schicht hat dann nur so eine kleine Delle. Sprich, anstatt einfach eine dicke Hülle zu bauen, durch die das glatt durchgehen würde, baut man mehrere Lagen von dünnem Material und sorgt dafür, dass es sich einfach beim Einschlag selbst pulverisiert. Hier sind weitere Beispiele, was sie dann ausprobiert haben. Also links sieht man mehrschichtig, wo Aluminium und Kevlar hintereinander geschichtet sind und rechts einfach nur ein einzelnes Abstandsding. Man sieht vorne ein kleines Loch, wo das Objekt reingekommen ist und hinten einfach nur so ein Schlag gegen die Wand. Und das funktioniert. Damit kriegt man kleine Schrottobjekte durchaus abgeschirmt. Auf der Internationalen Raumstation sieht das Ganze im Großen und Ganzen so aus. Man hat da immer diese Kacheln, die aus mehreren Schichten bestehen und die in zwei Lagen übereinander geschichtet sind, damit da keine Löcher zwischen sind. Und das ist halt außen Aluminium, dann Kevlar und Nexel, also das ist halt auch nochmal zum Abfangen, falls ein Objekt dann noch langsam ist und damit es luftdicht bleibt, und innen drin die eigentliche Druckhülle, die eigentliche Blechdose. Und man hört von Astronauten auf der Internationalen Raumstation gelegentlich, dass sie zum Beispiel nachts, wenn sie irgendwie gerade wegdösen, es Pling machen hören. Und dann kann man in manchen Fällen, wenn sie einen Pling gehört haben, sie melden das dann normalerweise nach Hause, feststellen, dass sich die ISS entweder ein kleines bisschen beschleunigt oder ein kleines bisschen begrenzt hat. Also man hört tatsächlich gelegentlich, wie so ein Ding außen an die Hülle klatscht. Vor den Fenstern hat man auch diese Klappen, das sind nicht die UV-Shutter, die ich vorhin erwähnte, sondern das sind halt tatsächlich auch so mehrere Zentimeter dicke Whipple Shields, die man einfach vor die Fenster tun kann. Denn wenn so ein Fenster getroffen wird, ist es nicht so gut. Mehr so schlecht. Ja, das passiert gelegentlich. Und wenn man Bilder anschaut von dieser Cupola auf der ISS, wo sie neu war, ist das Glas noch komplett klar. Inzwischen, wenn man es anschaut, sieht man immer mal wieder so kleine Kratzer oder Löcher da drin. Und es ist inzwischen auch nicht mehr erlaubt, die Cupola komplett offen zu betreiben. Außer in ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn sie irgendwie Pressefotos machen wollen. Normalerweise machen sie nie mehr als 3 Paneele auf, wenn sie den Kran zum Beispiel bedienen. Einfach weil sie irgendwie nicht getroffen werden wollen. Verstehe ich gar nicht. So, bisher haben wir uns nur damit beschäftigt, was man eigentlich so im Weltraum tut. Also, man ist da halt, man macht irgendwie all bei den Dingen in Schwerelosigkeit, Ballspielen, Essen, was auch immer, was man halt so macht in Schwerelosigkeit. Ihr könnt euch da sicher bessere Dinge vorstellen als ich. Irgendwann will man vielleicht zur Erde zurück. Ich weiß, ist langweilig, aber wenn man mal muss oder wenn man mal irgendwie Hunger hat auf nicht schwebendes Essen, muss man zurück zur Erde. Da hilft natürlich die Blechdose per se jetzt erstmal nicht. Ja, man will ja zurück zur Erde und man hat eine Bewegungsenergie von mal mindestens 30.000 Kilometern pro Stunde, also die Bewegungsenergie, die einer Bewegung mit 30.000 Kilometern pro Stunde entspricht, wenn man da im Orbit, im niedrigen Erdorbit rumlümmelt. Und man muss wieder in die Atmosphäre rein und irgendwie muss diese Energie weg. Was macht man? Ich meine, man kann natürlich große Triebwerke installieren und sich einfach abbremsen, bis man bei Null ist, und dann fällt man runter und macht einen Fallschirm auf. Das würde gehen. Das kann man machen, das ist aber blöd, weil dann braucht man nochmal genauso große Rakete wie die, die man zum Start benutzt hat. Unpraktisch. Aber man hat ja eine Atmosphäre unter sich, an der man sich reiben kann. Sprich, man stürzt nicht einfach gerade runter, sondern man geht in einem etwas flacheren Winkel rein und gibt die Energie nach und nach an der Atmosphäre ab. Und da haben sich die Leute gedacht, okay, so bei den ersten Versuchen, die Energie muss dann halt irgendwie abgegeben werden, das wird warm. Und man hat irgendwann angefangen,
zu überlegen, ja, wie macht man das? Wenn das zu warm wird, schmilzt ja unsere Blechdose. Wir müssen das am besten langsam machen. Wir stürzen in ganz flachen Winkel in die Atmosphäre rein, haben am besten noch so ein bisschen Steuerflächen, so Flügel hinten dran, damit wir steuern können, und über mehrere Tage kreisen wir langsam nach innen rein und geben unsere Energie ab. Das kann man so machen. Das Problem dabei ist jedoch, dass man da die sämtliche Reibungsenergie tatsächlich als Reibung auf seiner Oberfläche hat. Also das, man sieht hier in diesem Windkanalbild, wenn man eine überschallschnelle Strömung an so einem Pfeil vorbeiströmen lässt, hat man hier vorne eine Schockwelle, wo das Material, das da reinkommt, unterschnell relativ zum Raumschiff abgebremst wird, und dann wird es wieder schneller und hier nochmal abgebremst. Und überall da, wo so ein Schock auftritt, wird das Material komprimiert und wird heiß, und diese Hitze wird dann an den Wiedereintrittskörper abgegeben, und es ist irgendwie alles sehr warm. Und man muss da sehr lange Zeit sich lassen, bis man wieder drin ist, damit man die Temperatur gering genug bleibt. Als sie diese Experimente gemacht haben, haben sie verschiedene Bauformen ausprobiert und irgendwann festgestellt, wenn man eine total beschissene Bauform nimmt, funktioniert das Ganze viel besser. Und zwar linear. Je schlechter der CW-Wert, desto geringer die Aufheizung. Warum das? Ich meine, man sollte sich ja vorstellen, ja, wenn man da gut steuern kann und schön laminar fliegt, dann ist das alles nicht so schlimm. Aber wenn ihr hier diese Bilder von den Schockwellen anguckt, stellt ihr fest, dass auf der rechten Seite die Schockwelle dieses Objekt gar nicht berührt. Was da in Wirklichkeit passiert ist: die Strömung kommt rein, staut sich vor diesem Objekt, die Schockwelle wird heiß, aber das aufgeheizte Plasma oder das aufgeheizte Gas der Atmosphäre strömt außenrum weg. Sprich, das berührt nur hier innen so ein kleiner Teil, der dann auch noch unterschallschnell hier lang fließt, den Wiedereintrittskörper. Und dann haben sie weiter probiert und kam am Ende dann zu dieser Kapselform, die man heutzutage so verwendet. Das ist ein Ergebnis, wo man erst nicht so mit gerechnet hat, weil man halt einfach nicht im Hinterkopf hatte, dass man bevorzugt diese Wiedereintrittsschockwelle gar nicht berührt. Deswegen ist auch das Space Shuttle unten so flach und hat unten und stürzt nicht mit der Nase zuerst wie die Atmosphäre, sondern einfach so flach wie möglich, klatscht es auf die Atmosphäre drauf. Und dann ist jetzt die Frage, es ist immer noch relativ heiß. Also ihr könnt euch immer noch vorstellen, dass hier diese Schockwelle irgendwie mehrere tausend Grad hat. Und auch wenn man sie nicht berührt, ist sie immer noch gleißend hell und strahlt einen mit Infrarotstrahlung an. Und man muss immer noch Materialien haben, die in der Lage sind, damit was tun zu können. Und da gibt es zwei fundamentale Ideen, wie man das handhaben kann. Oder sagen wir mal drei. Die erste, die offensichtliche, ist Thermal Soaking. Man nimmt ein Material, das diese Temperatur einfach ab kann. Also ein Material, das man einfach mal bei 2000 Grad haben kann. Und das diese 2000 Grad einfach mal aufnimmt und nicht nach innen abgibt. Bestes Beispiel dafür sind die Space Shuttle Tiles. Das ist ein unglaublich teures keramisches Material, das man da erfunden hat. Und da gibt es ein schönes Video im Internet, könnte man auch googeln, wo jemand dieses keramische Material der Space Shuttle Tiles 3 Stunden in einem 1000 Grad heißen Ofen hatte, nimmt es raus, die Ecken kühlen sofort ab, das Material ist noch weißglühend, aber kann es an den Ecken schon anfassen, weil es einfach keine Wärmeleitfähigkeit hat. Es ist innen total heiß, außen nicht. Beim Space Shuttle war es halt tatsächlich so, dass wenn so ein Space Shuttle gelandet ist, die Oberfläche relativ schnell wieder anfassbar war, aber das Innere dieser Kacheln noch mehrere Wochen lang abkühlen musste. Die ursprüngliche Idee bei so einem Space Shuttle war, dass es alle paar Tage mal wieder starten kann, aber alleine durch das Abkühlen der Kacheln war das schon unmöglich, weil es halt einfach aufgesaugt wird. Weiterhin kommt dazu, dass jede dieser Kacheln eine andere Form hat und trotzdem vom niedrigsten Bieter gebaut wurde, und es war halt einfach keine so tolle Idee. Aber das kann man machen. Das ist halt kompliziert, aber das kann man machen. Das hat bei Space Shuttle ja auch größtenteils funktioniert, außer da, wo es nicht funktioniert hat. Die zweite Möglichkeit, die viel, viel verbreiteter ist und auch schon eher benutzt wurde und viel unkomplizierter ist, ist das sogenannte ablative Kühlen. Hier ist ein Bild von der Unterseite vom Apollo 15 Wiedereintrittsmodul. Was ihr seht ist, dass da Material offenbar ordentlich mitgenommen wurde. Was man da in Wirklichkeit, also was man da verbaut, ist nicht ein möglichst stabiles Material, das mit der Wärme umgehen kann, sondern ganz im Gegensatz dazu ein Material, das mit der Wärme überhaupt nicht umgehen kann, sondern sich pyrolytisch zersetzt und die Wärme abtransportiert. Im Fall der ersten amerikanischen Mercury-Kapseln benutzte man da so Glasfasermatten, die man mit Epoxidharz getränkt hatte. Und das Epoxidharz bei den großen Temperaturen hat sich halt einfach, ist verbrannt, hat sich weggedampft. Und ich weiß nicht, ob ich das Bild jetzt habe, genau. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt hier am unteren Ende der Kapsel nah am Schock dieses Material wegdampft, dann ist es an seinem Verdampfungspunkt. Das ist bei Epoxidharz vielleicht so 300, 500 Grad. Das ist viel kälter als die 2000 Grad von da vorne, und das tritt hier aus und fließt dann außen rum. Sprich, man ist noch nicht mal mit dem 2000 Grad heißen Material in Kontakt, man ist nur mit dem 300 Grad heißen Material in Kontakt, und damit kann man umgehen. Sprich, man
hat nicht nur hier vorne den Schock nicht berührt, man hat auch das, was da durchgekommen ist, nicht berührt, sondern man schwimmt nur in seiner eigenen Blase, abgedampfte Geschichte. Und heutzutage hat man dann noch weitere Innovationen gemacht, also schon bei den Apollo-Missionen und auch bei den modernen Soyuz-Kapseln benutzt man da Phenolharze, die irgendwie von der Handhabung besser sind. Und SpaceX, beziehungsweise eine ähnliche Firma, von der sie es dann gekauft haben, kam auf die Idee, statt Glasfasermatten da Graphitmatten zu nehmen. Graphitmatten haben den Vorteil, dass das Graphit selbst Feuer fängt. Da denkt man jetzt, warum ist das irgendwie gut? Der Vorteil ist, wenn ihr schon mal ein Holz- oder Kohlefeuer angeguckt habt, stellt ihr fest, dass ihr durch dieses Feuer nicht durchgucken könnt. Weil dieses brennende Graphit, brennender Kohlenstoff schlicht und ergreifend sehr hell leuchtet und optisch dicht ist. Sprich, nicht nur tritt dieses Material hier aus und man berührt nicht den reinkommenden heißen Plasmastrom, sondern zusätzlich ist es für das reinkommende Infrarotlicht auch noch optisch dicht. Sprich, das Infrarotlicht wird im Großen und Ganzen wegreflektiert. Dadurch, dass man halt diese Graphitmatten unten wegbrennen lässt. Der Nachteil bei einer ablativen Kühlung gegenüber einer Thermal Soaking Kühlung ist halt, dass das Hitzeschild danach hinüber ist. Das ist halt einfach durchgebrannt und das muss man dann wegschmeißen und neues kaufen. Aber Graphit und Phenolharz ist dermaßen billig, dass man das einfach machen kann. Das ist buchstäblich etwas, das man im Baumarkt kaufen kann. Also ich meine, natürlich sind das alles Hightech-Lösungen und das muss alles zertifiziert sein und man muss viel Geld für Bürokraten bezahlen, deswegen ist es teuer. Aber im Großen und Ganzen ist das nichts Besonderes, was man da verwendet. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie man das machen kann, nämlich das sogenannte injektive Kühlen. Da nimmt man nicht einen massiven Hitzeschild aus einem Material, das da irgendwie dran bappt und dann hofft man, dass es nicht komplett wegbrennt, sondern dass da noch was übrig ist, wenn man landet, sondern man nimmt tatsächlich ein Kühlmaterial, das man explizit aus Düsen auf der Unterseite ausstößt. Man kann da zum Beispiel, sagen wir, Wasser nehmen, aber Wasser, na gut, Wasser verdampft halt, Hitze bei 100 Grad, dann ist es schön kühl, aber es ist halt nicht optisch dicht. Oder man kann auch da irgendwie Graphit nehmen, aber man kann ja auch einfach komplexe Kohlenstoffverbindungen nehmen. Zum Beispiel Erbsensuppe. Erbsensuppe sollte als injektives Kühlmaterial ausgezeichnet funktionieren. Leider ist alle Forschung davon geheim. Ich vermute, also ich hatte mich mal auf einer Konferenz mit Leuten unterhalten, die darüber nicht reden durften, die aber betrunken waren, dass die US... Das ist reine Hypothese. Sorry, falls ich jetzt irgendwie in Bedrängnis bringe, dass die US Air Force das benutzt, für die Wiedereintrittskörper von Atomraketen, weil man da noch einen weiteren Trick hat, wenn wir schon bei geheim sind. Wenn man so einen Wiedereintritt macht und erstmal jetzt hier nur so eine Kapsel hat, dann plumpst man da ja irgendwie nur runter. Und irgendwie will man ja vielleicht bevorzugt, sagen wir mal, in Baikonur landen und nicht in Sibirien, wenn man keine Wölfe mag. Also bei den ersten paar Soyuz-Landungen hat man das noch nicht so hinbekommen und dann musste man halt Wölfe mögen. Das wurde dann dadurch gelöst, dass halt in der Soyuz-Kapsel ein Gewehr mitgeführt wurde, um die Wölfe abzuhalten. Tatsächlich ein sehr lustiges, dreiläufiges Gewehr mit einem Kleinkaliberlauf, einem Schrotgewehrlauf und einem Signalpistolenlauf. Sieht sehr albern aus. Okay, wenn man aber das nicht möchte, warum auch immer, also wenn ihr Wölfe mögt, feel free, möchte man den Wiedereintritt irgendwie steuern. Und da gibt es zwei Methoden, das zu machen. Die geheime Methode, von der ich nichts weiß, ist, dass man auf der Rückseite die Seitenwände seiner Kapsel elektrostatisch aufladen kann. Denn da strömt ja Plasma um einen herum. Und man kann durch differenzielle elektrostatische Aufladung das Plasma ein bisschen an einen heranziehen oder von einem wegdrücken. Die benutzen zufällig dieselbe Simulationsmethode, die ich für meine Doktorarbeit benutzte, und daher weiß ich das. Aber das ist geheim und damit kann man auch bestimmt keine Atomsprengköpfe genau auf Ziele leiten. Die typische Methode, die man nicht benutzt, die nicht die tolle geheime ist, ist, dass man seine Raumkapsel schlicht und greifend asymmetrisch baut. Also sowohl die Apollo-Kapseln als auch die Soyuz-Kapseln als auch die SpaceX-Kapseln haben kein exakt symmetrisches Profil, sondern sind halt in eine Richtung etwas krummer gebaut als in die anderen. Das heißt, die fallen dann bevorzugt in diese eine Richtung und man dreht sich einfach um die Längsachse und fliegt in so einer Spiralbahn dahin, wo man möchte. Und wenn die Steuerdüsen ausfallen, dann fliegt man halt irgendwo hin und dann sind die Wölfe wieder da. Aber man kommt auch dann noch an, man kann aber durch Drehen immerhin landen. Steuern durch Drehen. So eine Soyuz-Kapsel, wenn man das mit dem Steuer hinkriegt und die Steuerdüsen nicht ausfallen aus Gründen, die damit zu tun haben, dass das Modul oben nicht abgeht und dann erst abbrechen muss beim Wiedereintritt. Wenn man das mit dem Steuer hinbekommt, ist der Wiedereintritt relativ human mit 4G. Also das ist wie eine Achterbahnfahrt, bei der man nicht aussteigen kann für 10 Minuten.
Kann man machen. Wenn das allerdings oben nicht abgeht und erst abbrechen muss und die Steuerdienste nicht funktionieren, dann ist das Ganze mehr so bei 9G für 10 Minuten. Das ist dann schweres Atmen. Das passiert gelegentlich beim ersten Mal, beim ersten Soyuz-Wiedereintritt, wo das passierte, sind tatsächlich einem Kosmonauten alleine durch die G-Kräfte seine Backenzähne gesplittert. Also die Soyuz-Kapsel ist nur dafür designt, dass man die Landung überlebt, nicht, dass sie komfortabel ist. So, damit bin ich tatsächlich beim Ende meines Vortrags und bin sogar tatsächlich etwas unter der Zeit, die ich vermutet hatte. Aber das liegt bestimmt nicht daran, dass die Zeit zum Folienmachen abgelaufen ist, sondern das liegt jetzt einfach daran, dass ihr alles wisst über die Hülle von Raumschiffen, wie man Raumschiffhüllen baut und dass ihr jetzt einfach mal hingehen könnt und das selber macht. Fände ich gut, ich will mitfliegen dann, gerne. Aber damit bin ich fertig und ich glaube, ihr könnt jetzt ganz viele Fragen stellen. Ich weiß nicht, haben wir ein Mikro oder schreit ihr einfach und ich wiederhole die Fragen? Wo ist das Mikro? Da hinten ist eine Hand. Könnt ihr ein Mikro in diese Hand tun? Per Magie. Da irgendwo. Wenn man in der ISS von Modul zu Modul wechselt, wie gut ist man gegen Strahlung geschützt? Die Docking-Undock-Ringe zwischen den Modulen sind ja tatsächlich aus relativ dickem Material. Das ist ja, die eigentliche Außenwand besteht tatsächlich nur aus so einem, sagen wir mal, Zentimeter Aluminium, ein paar Schichten, Hackfleisch, also Kevlar, thermische Abschirmung, Ammoniak und sowas. Die Undock-Ringe selbst sind aber deutlich massiver, weil sie ja halt dafür da sind, anzudocken und das zu halten. Also die Strahlungsabschirmung zwischen den Modulen ist nicht viel schlechter oder wahrscheinlich sogar eher besser als innerhalb der Module. Aber es gibt tatsächlich relativ große Unterschiede, in welchem Modul wie groß die Strahlungsenergie ist. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln hat da so einen Kunstmenschen, also eine menschenähnliche Puppe aus Wachs, die einfach die aufgenommene Strahlungsdosis misst, nennt sich Matryoshka und wurde jetzt schon mal in alle Module gestellt. Und tatsächlich ist es so, dass im japanischen Modul die Strahlungsdichte am geringsten ist, weil da irgendwie am meisten Wasser außen rum fließt, aus Kühlungsgründen. Und in einem der russischen Module, ich glaube im Rasvet-Modul, die Abschirmung am schlechtesten ist. Aber in allen Modulen ist es irgendwie okay, sodass man da sich ein Jahr aufhalten könnte. Ja. Und warum gibt es jetzt diese Häkeldeckchen um die Sojus-Kapseln? Die was? Die Häkeldeckchen. Ah, die habe ich ja nicht erwähnt. Ja, die Häkeldeckchen war die russische Methode, diese Whipple Shields zu machen. Also ihr hattet ja am Anfang das Bild gesehen, dass die einfach eine massive Hülle hatten und die ersten Soyuz-Kapseln hatten auch einfach eine massive Hülle. Und die Amerikaner haben halt diese Whipple Shield-Abschirmung mit den Abstandshaltern erfunden. Und da dachten die Russen, jetzt müssen wir unser Raumschiff komplett neu designen und haben ihr Raumschiff komplett neu designt. Dieses TKS-Raumschiff, wenn ihr euch an Pylons Talk vor 3 Jahren oder 2 Jahren erinnert, wurde das nie bemannt geflogen, weil die Sowjetunion zusammenbrach. Aber ist die Basis von vielen Raumstationsmodulen. Stattdessen haben sie einfach sich überlegt, dann machen wir halt Häkeldeckchen an unsere Schiffe außen dran. Und das ist auch einfach außen eine Schicht Kevlar und Müller und Aluminiumfolie und dann ein Schaumabstandshalter. Sprich, das ist einfach dieselbe Lösung in gehäkelt. Ja. Hi. Angenommen, wir haben jetzt unsere ISS und die ist jetzt mit Ammoniak voll. Das ist blöd, aber die ist ja sehr teuer, deswegen wollen wir die vielleicht nicht wegwerfen. Können wir da nicht alle Astronauten in Raumanzüge stecken und einmal durchlüften? Das müsste prinzipiell gehen, ja. Also, das Problem mit dem einmal durchlüften ist, dass dann man den ganzen Sauerstoff erstmal wieder hochbringen muss, denn die ISS hat ja schon ein relativ großes Volumen und relativ viele Oberflächen darin nicht dafür gemacht sind, dem Vakuum ausgesetzt zu sein. Also das ist natürlich immer noch Luft- und Raumfahrt und man muss alles spezifiziert haben, lizenziert haben und dann muss man erst wahrscheinlich einen 5 Jahre Ingenieursprozess durchführen, um zu zertifizieren, dass man das dann alles noch wieder benutzen darf.
prinzipiell könnte man das so machen. Man hat nicht genug Raumanzüge für alle Astronauten. Man müsste halt einfach mit der Soyuz abdocken, irgendwie ferngesteuert die Klappen aufmachen und ein bisschen warten. Und ein bisschen ist eine gute Frage. Wie lange braucht es denn, bis das Ammoniak alles verdampft ist? Und dann hat man eine Raumstation, die kein Ammoniak mehr enthält und nicht mehr thermisch gemanagt ist. Also es ist kompliziert. Wahrscheinlich würden die buchstäblichen Rocket Scientists bei der NASA sich irgendwas überlegen, wenn das der Fall wäre. Die Notfallprozedur sagt aber, wenn es passiert, hüpft in die Soyuz und fliegt weg, das war's. Genau, die Russen haben schon jetzt angedroht, nachdem das politische Klima mit den USA schlechter wird, dass sie einfach noch zwei weitere Labormodule hochschießen und ihren eigenen Teil abdocken, das Ganze Mir-2 nennen. Was besonders blöd ist, da der europäische und amerikanische Teil halt keine Steuerdüsen hat und dann ist der halt... die formelle Laufzeit der ISS, also die offizielle Missionslaufzeit der ISS endete auch bereits 2014 und wurde dann stückweise verlängert und wie Politiker so ist, wollen sie nicht zu viel Geld ausgeben, es wird immer nur in kleinen Stücken verlängert, deswegen man weiß immer nicht, ob die ISS noch 3 Jahre existiert oder noch 30 Jahre. Ja. Test, hi. Ja. Wenn ich um mein Raumschiff außenrum meinen Tank baue als Strahlenschild, warum kann ich dann meinen Antrieb noch benutzen, weil damit verbrenne ich dann ja quasi mein Strahlenschild. Ja, ja, das ist blöd. Man muss halt mehr flüssigen Wasserstoff mitnehmen, als man braucht. Und oder vielleicht inkrementell so eine Trennwand haben, die dann den Treibstoff durch Exkremente ersetzt. Oder was man halt so sonst so... Ich meine, die Gesamtmasse bleibt ja... Naja, sie bleibt nicht erhalten. Aber tatsächlich ist es ja... Man muss das halt irgendwie so ausrechnen, dass es gut ist. Aber du hast völlig recht, das verbrennt man halt, ja. Hi, du hast gerade schon mal gesagt, Sauerstoff hochbringen ist irgendwie schwierig und teuer. Mhm. Wie viel Leckage hat man denn auf der ISS? Wie viel Volumen verliert man da am Tag einfach an Sauerstoff ins Nichts? Oh, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass es nicht so sehr viel sein dürfte, denn also der tatsächliche vorgesehene Kreislauf in der ISS ist komplett geschlossen, sprich CO2 wird rausgenommen und elektrolytisch zersetzt und wieder als Sauerstoff zurückgeführt und der Kohlenstoff wird, ich glaube, an Lithium gebunden und dann irgendwann mit Protonfern wieder runter, also in die Atmosphäre geschmissen. Aber ich weiß nicht, was die tatsächliche Leckrate ist. Das ist eine gute Frage. Das muss ich rausfinden. 64 Gramm am Tag. Okay, 64 Gramm am Tag. Im Februar 2011. Also es ist... Das ist ja aber auch eigentlich schon eine ganze Menge. Ja, okay. Cool, danke. Wie ist denn das mit den Teilen? Haben die einzelne Ammoniakkühlung oder muss man die immer beim Andocken aufwendig verbinden, wenn da Neues dazukommt? Das wäre ja schon ziemlich uncool. Nee, die sind, also zum einen haben sie, jedes hat eine einzelne Pumpe und so weiter, aber damit das Ganze schon redundant ist und man auch irgendwie rumrouten kann, haben die Andockverbinder ein Ammoniak, also halt eine Durchleitung, die verbunden ist. Die ist aber nicht innerhalb des Druckgefäßes, sondern außerhalb des Druckgefäßes. Und das sind unglaublich coole Stecker. Ich hatte mal das Vergnügen, so einen Stecker in der Hand zu haben und mal Probe zu stecken. Man ist als normaler Mensch, der irgendwie China-Billigplastik gewohnt ist und irgendwie so Steckverbinder, so Klick oder Heizungsrohr gewohnt ist, nicht mental darauf vorbereitet, dass man einen Stecker hat, der aus einem Titanblock gefräst ist, der ohne jeglichen Widerstand reingeht und das zufriedenstellendste Klickgeräusch macht, das man je gehört hat. Und dann vollkommen druck- und vakuumdicht ist. Also eine wahre Wonne, mit so Technik zusammenzuarbeiten. Der Stecker alleine kostet auch 30.000 Euro, habe ich gehört. Die Erbsensuppe beim Wiedereintritt, könnte man die nicht auch einfach durch Exkremente ersetzen? Weil es sind ja auch komplexe Kohlenstoffe. Also, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, oder? Ja, also das könnte man natürlich. Tatsächlich realistischerweise weiß ich nicht, was diese geheime Technologie da tatsächlich verwendet. Wahrscheinlich ist es irgendwas großartig teuer ingeniertes mit Kohlenstoff, Nanopartikeln und so weiter und so fort. Vermutlich könnte man das, ich weiß aber nicht, wie das mit der Pumpenzuverlässigkeit so ist und hängt dann wahrscheinlich auch wieder von der Ernährung ab und so. Also Erbsensuppe ist da einfach, die muss man vielleicht noch vorher nochmal ordentlich pürieren, dann ist es die bessere. Gulasch hat halt Stückchen, also ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten da eine Experimentreihe durchführen. Die ersten von euch, die eine Rakete bauen, melden sich bitte hier. Ein Püriermodul, ja, gute Idee. Ja, man kann irgendwie vielleicht seitlich eine Gulaschkanone befestigen, die es dann so draufsplattert, aber
weniger praktikabel. Man benutzt halt doch besser einfach ein solides Hitzeschild. Man kann ja einfach die gefriergetrocknete Erbsensuppe oder das gefriergetrocknete Gulasch schon vorher auftragen. Hinter dir. Nimm das Mikrofon hinter dir. Ja, hi. Das waren jetzt 64 Gramm im Jahr. Sorry, da habe ich jetzt gerade eben falsch gelesen. Am Tag. 2004 und es hat sich dann verschlechtert auf 227 Gramm am Tag 2011. Mhm. Und also weiter exportiert sind die jetzt bald beim Kilo. Okay, ja gut. Man ist ja zu erwarten, dass da mehr und mehr kleine Löchlein entstehen und es halt mehr und mehr verliert. Deswegen ist es irgendwann nicht mehr gut. Oder man muss halt, was auch ausprobiert wurde, mit so einer Art so eine Art Silikondichtmasse, wenn man ein größeres Leck hat, sodass man tatsächlich eine spürbare Luftströmung hat, muss man die einfach irgendwie Luft sprühen und die fliegt halt dahin, wo das Leck ist und kleistert es dann zu. Fertig. Geht halt bei so Mini-Lecks nicht, wenn man keine signifikante Strömung dahin hat. Aber sobald man ein großes Loch hat, kann man da einfach irgendwie Erbsensuppe in die Richtung werfen. Erbsensuppe, die generelle Lösung für alle Raumfahrtprobleme. Zum Strahlungsschutz, dass die Erde erzeugt ein Magnetfeld, kann man das nicht auch? Guter Einwand. Also warum baut man nicht selbst einfach ein Magnetfeld um sein Raumschiff und schirmt damit was ab? Eins der Probleme ist, dass man halt, also auf der Erde hat man ein Magnetfeld, das halt, ich kann da nochmal hingehen, das halt irgendwie dipolförmig ist, sprich das hat Nord- und Südpol und so um den Äquator rum, wo man meistens mit den Raumschiffen rumfliegt, weil was soll man über Nordpol? Ja, da. Um den Äquator rum ist das alles gut, aber am Nord- und Südpol knallt der ganze Kram halt auf die Atmosphäre. Das ist schön, wenn man wie ich in Finnland wohnt, weil da leuchtet es lustig. Wenn man jedoch ein Raumschiff baut, hat man dasselbe Problem. Sprich, man hat insgesamt keinen niedrigeren Strahlungsfluss, man hat halt dann mehr Hotspots. Man kann natürlich sein Raumschiff irgendwie ringförmig bauen, sieht dann auch fancy aus, leuchtet vielleicht auch blau. Und man muss aber halt trotzdem irgendwie einen massiven Ringmagneten mitführen, der sehr schwer ist. Hat im Endeffekt auch nur sowas in klein. Die Magnetfeldstärken, die man verbauen kann, selbst wenn man einen supraleitenden schweren Magneten mitnimmt, sind vielleicht im Bereich von einem Tesla. Und die Teilchenkurationsradien sind dann immer noch in einem Bereich, der so groß ist, dass sie normalerweise das Raumschiff irgendwo seitlich treffen. Das heißt, man müsste das so dermaßen groß und so dermaßen stark bauen, dass es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Es gab da bereits ein Experimentraumschiff, das irgendwie ein Satellit, ich glaube, es war sogar ein CubeSat, der einfach einen kleinen Ringmagnet in der Mitte hatte und mehrere Teilchendetektoren, die das mal ausprobiert haben. Und es funktioniert auch so, wie man das vermutet, aber es funktioniert halt einfach nicht gut genug. Man muss einfach stärkere Magneten nehmen. Ja, klar, kann man machen. Ja. Also wenn wir erstmal, sagen wir mal, sowas so groß wie das Raumschiff Enterprise bauen, bald, dann kann man auch drüber nachdenken, entsprechend große Magneten einzubauen. Und dann macht es auch Sinn, so eine magnetische Abschirmung zu nehmen. Aber solange man irgendwie mit Erbsensuppe, mit Suppendosen rumfliegt, die gerade groß genug sind, dass ein paar Leute drin sitzen können, lohnt es halt nicht, leider. Nochmal was anderes. Bei den Wurstdosen ist das vielleicht nicht so das Problem, dass es drin schimmelt, aber auf der Mir gab es das ja in Form eines Pilzes irgendwie. Ich habe auch gehört, dass das anscheinend ein Alien-Pilz war, den es nicht auf der Erde gab. Davon wird gemunkelt. Weiß ich nichts. Aber auf das der war ISS, Teil des Geruchsproblems, ja. Auf der ISS habe ich das jetzt noch nicht gehört. Also, nee, auf der, also gerade die ISS, die Technologien da drin basieren ja auf den Erfahrungen, die man mit der ISS gemacht hat, mit der Mir gemacht hat. Und es wurde halt extra dafür gesorgt, dass das Ganze geruchsneutraler ist und halt Pilzsporen da möglichst abgetötet werden. Es gibt ein sehr aufwendiges Luftfilterungssystem, das auch mal ausgefallen ist und dann hinterher wieder anging. Und dann wusste man nicht, ob das jetzt noch gut genug ist und so weiter. Im Großen und Ganzen geht es Pilzen halt in Schwerelosigkeit sehr, sehr gut, weil denen ist Schwerkraft egal und da fliegen halt sowas wie Astronautenschuppen rum, die sie fressen können. Und es gibt ja halt irgendwie sehr wenig andere Verfaulungsprozessbakterien, weil es halt irgendwie keinen Humus oder sowas gibt. Auf der Erde, wenn man irgendwie Schuppen aus den Haaren verliert, dann fallen die runter und früher oder später kommen Bakterien vorbei, die sich damit beschäftigen und dann Pilze und so weiter und so fort. Auf der ISS hat man ja, insbesondere wenn man eine Crew mehrere Monate da hat, nur genau die Bakterien und Pilze und Sporen, die man mitgebracht hat. Und die Mikroflora, die sich da entwickelt, ist mehr oder weniger von Mission zu Mission unterschiedlich, je nachdem, was sie mitgebracht haben. Und so kann es passieren, dass sich halt dann irgendwas einnistet. Auf der ISS hat man es bisher geschafft, alle gängigen oder alle bisher bekannten Weltraum-Mikroflora-Probleme unter Kontrolle zu halten. Auf der Mir war es das halt nicht. Da gab es halt einen Pilz, der sich durch die weichen Wände fraß. Also das waren halt tatsächlich so Schaummatten, wo er drin wohnte.
Die Frage ist, ob es Leben auf dem Mars gibt, ob wir da waren. Die Antwort dazu ist ja. Denn die Viking-Sonden hatten ein Massenspektrometer, um nach Kohlenstoffverbindungen auf dem Mars zu suchen. Und Viking 2, glaube ich, landete und guckte und fand nichts. Und dann wurde das Ding ein paar Tage betrieben. Und dann guckten sie nochmal und dann fanden sie ein Stück mehr. Und dann fanden sie noch mehr und dann fanden sie noch mehr. Offenbar war es, dass die radiothermale Energiequelle halt und irgendwelche vielleicht mittransportierten Sporen da glücklich waren. Und da gibt es interessante Forschung zu. Also ich war mal bei einem Vortrag von einem russischen Wissenschaftler, der den stärksten russischen Akzent hat, den ich hier gehört habe. Er begann seinen Vortrag mit den Worten I'm a Russian, so people either expect me to research nuclear weapons or vodka or space science. und der nahm Larven einer afrikanischen Wespenart, die in Gebieten mit starken Regen- und Trockenzeiten wohnen und wo die Larven komplett trocken fallen können, in Matsch, also so in getrockneter Matsche, wo auch kaum noch Wasser in den Larven nachweisbar ist. Und wenn man wieder Wasser drauf tut, leben sie wieder und regenerieren ihre DNA und alles ist wieder gut. Und er hat halt die Trockenversion dieser Larven genommen und in ein Kästchen getan, also so zumindest UV abgeschirmt, aber einfach im Vakuum außen in die ISS getan, ein halbes Jahr draußen dran gelassen. Dann wurden sie wieder reingeholt, wieder runtergebracht, Wasser drauf geschüttet und 75% davon lebten noch. Es gibt offenbar Prozesse oder es gibt offenbar bestimmte Lebensformen, die in der Lage sind, wenn sie komplett ausgetrocknet sind, auch extrem harte Strahlungsumgebungen wie den Weltraum- und Vakuumumgebungen zu überleben. Lustigerweise hat man bisher nur welche gefunden, die das in der trockenen Form können. Wenn man dieselben Larven in nasser Form lagert und halt diese Strahlungsumgebung aussetzt, geht halt die DNA kaputt und ist dann hinüber. Es ist also durchaus möglich, dass wir bereits funktionierende Lebensformen zum Mars gebracht haben, die da jetzt wohnen. Außerdem, generell gibt es ja in unserem Planetensystem 2 bewohnte Planeten. Auf der Erde wohnen ungefähr 8 Milliarden Menschen und auf dem Mars wohnen 3 Roboter. Ja, noch mehr Fragen? Die Frage ist, ich habe mal eine Grafik im Internet gesehen, wo mehrere Klebebänder abgebildet waren, die auf der ISS verwendet werden und das sind wohl über 20 Stück. Mhm. Und warum haben die so viele Klebebänder dafür? Was kann das eine Klebeband zum Beispiel besser als das andere dann? Und warum können die nicht irgendwie so eine schöne allgemeine Lösung nehmen? Also was man zum einen sehr generell immer braucht für alles ist Klettband. Also auf einer Seite Klebeband, auf der anderen Seite Klettband, weil man eigentlich alles, weil man möchte nicht, dass Sachen um einen herumfliegen. Weil wenn Sachen um einen herumfliegen, kriegt man dreidimensionale Unordnung. Als Mensch ist man auf der Erde dreidimensionale Unordnung nicht gewohnt. Selbst die dreckigste Wohnung hat immer noch im Großen und Ganzen zweidimensionale Unordnung. Das sind zwar Haufen, aber es ist immer noch grob zweidimensional geordnet. Und sobald man mehr als 20 Objekte im Raum dreidimensional schweben hat, hat man keine Übersicht mehr. Da wurde viel bei der NASA dran geforscht. Man muss einfach alles immer die ganze Zeit irgendwo festkleben. Sprich, alles, also wirklich alles, hat Klettband dran auf der ISS. Man hat normalerweise an den Hosen mehrere Klettstreifen und klettet sich alles einfach so dran. Und halt alle Wände, alle Oberflächen haben Klettstreifen. Und davon gibt es natürlich die kratzige und die flauschige Variante, das ist schon mal 2. Dann braucht man natürlich Isolationsband, um Dinge irgendwie luftdicht zu isolieren, wasserdicht, ammoniakdicht und so weiter. Dann braucht man ganz normales Gaffertape, weil das braucht man halt. Und dann gab es die Geschichte, dass der Alpha-Rotary-Joint, also das sogenannte Alpha-Gelenk des einen Solarpanels, die Solarpaneele der ISS sind so gebaut, dass sie sich halt immer mit der Sonne mitdrehen, damit sie immer schön zur Sonne gucken und immer schön beleuchtet werden, dass eins der Gelenke des einen Solarpanels anfing, schwergängig zu sein. Das Problem im Weltraum, also auf der Erde kennt man das ja, man hat irgendwie einen Metallgegenstand, einen anderen Metallgegenstand, der drüber gleitet halt darüber. Wenn das, sagen wir mal, Kupfer ist, hat das Kupfer auf der Oberfläche eine kleine Oxidschicht, das andere Kupfer auf der Oberfläche eine kleine Oxidschicht, dann kratzt man vielleicht ab und dann bildet sich eine neue Oxidschicht. Im Weltraum, wenn man 2 Kupfergegenstände aneinander reibt man die Oxidschicht ab, es entsteht keine neue, Kupfer berührt Kupfer, die Kristallbindung ging zu und das Ding ist für immer zusammen. Und genau das fing an, bei diesem Gelenk zu passieren, dass man da halt Kupferspäne, dadurch, dass das Ding sich halt weiterdrehte, hier und da war dann mal Kupfer auf Kupfer und es rieb und es fing an, sich Kupferspäne in diesem Lager zu sammeln. Und dann versuchte man verschiedene Methoden, wie man diese Kupferspäne da rauskriegt und das Ding neu beschichtet bekommt. Und man kann jetzt nicht einfach mit dem Staubsauger hingehen, versucht man, einen Staubsauger im Vakuum zu benutzen. Es wurde mit Pressluft probiert, die Kupferspäne rauszupusten, ging nicht. Und im Endeffekt fand man dann 2 Sorten von Klebeband,
die man da einfach mal dran hielt. Das Ding drehte sich einmal um und die Kupferspäne waren auf dem Klebeband. Und hat das weggeschmissen und mit dem anderen Klebeband einfach so ein bisschen eine Klebstoffschicht quasi drauf getan. Und das hat das dann passiviert. Und seit man das irgendwie vor 5 Jahren gemacht hat, gab es keine Probleme mehr mit dem Gelenk. Ich weiß nicht, ob das spezielle Sorten Klebeband waren oder ob das einfach irgendwelche waren, die so rumliegen hatten, aber ich fand es sehr beeindruckend, dass man mit Klebeband auch auf der ISS, auch im Vakuum, alles lösen kann. Ja, ansonsten ist das wahrscheinlich auch so eine Geschichte, dass irgendjemand mal ein Experiment spezifiziert hat und bei sich im Labor mit einer Sorte Klebeband ausprobiert hat. Und weil die NASA ja keine Risiken eingehen will, wurde dann spezifiziert, dass nur genau diese eine Sorte Klebeband benutzt werden kann. Und dann wurde ein zweites Experiment in einem anderen Labor gebaut mit einem anderen Klebeband. Dann musste das auch dasselbe sein. Also nicht alles, was bei so Raumfahrt passiert, ist immer unbedingt logisch. Und es ist sehr viel Bürokratie und sehr viel, sehr, sehr viele Dokumente mit sehr, sehr vielen Abkürzungen, die irgendwie da geschrieben werden müssen. Wie sieht denn der Strahlenschutz auf der ISS aus? Weil du sagtest, das wäre mit Wasserstofftanks, die außen rum sind. Ja, hat die ISS nicht. Die ISS hat lediglich ein kleines bisschen, also ein paar Tonnen Steuerdüsentreibstoff in den russischen Modulen. Aber im Großen und Ganzen hat die ISS keine besonders dicke Strahlungsabschirmung. Das ist, ich meine, es ist halt so ein halbes, oder so ein, ja, sagen wir mal so ein Zentimeter vielleicht Aluminium außenrum. Das schirmt schon ein bisschen was ab. Und dann ist halt innen drin eine Atmosphäre, die selbst auch noch mal Teilchen ein bisschen abfängt. Aber im Großen und Ganzen ist die Hauptstrahlungsabschirmung halt tatsächlich die Erdmagnetosphäre. Ansonsten, es wird halt permanent gemessen und die Strahlungsdosis, die diese Astronauten abkriegen, ist nicht so weit schlimm. Die sind ja, also zumindest die US-amerikanischen Astronauten sind ja offiziell Regierungsangestellte und sie überschreiten die Jahresdosis für Strahlung von den Regierungsangestellten nicht. Und dementsprechend wird da auch, also ich meine, natürlich gibt es immer wieder Leute, die irgendwas vorschlagen, was man an die ISS dran bauen könnte, aber im Großen und Ganzen scheint das so im niedrigen Erdorbit gut genug zu sein. Zwei Bemerkungen. Erstens zu der Strahlung. Die ist auf der ISS tatsächlich, also es ist, glaube ich, die anderthalbfache Dosis von einem Airline-Piloten, der über den Atlantik gurkt. Die Astronauten, also in einem Material überlichtschnelle Teilchen, also wenn das Teilchen sich schneller bewegt als das Licht, das sich im Material bewegen kann, entsteht etwas Nettes, das nennt sich Cherenkov-Strahlung. Mhm. Sowas misst man auf der Erde mit riesengroßen Detektoren. Das ist aber auch das, was in Kernreaktoren blau leuchtet. Genau, und aber das Gleiche funktioniert halt auch im Glaskörper und vom Auge. Und das heißt, die Astronauten sehen dann auch tatsächlich diese Strahlung. Mhm. Und zu Space Debris gibt es auch eine recht nette Anekdote. Ich glaube, das war vor 2-3 Jahren. Da war eine Außenmission und eine Astronautin hat halt rein zufällig, da ist es halt irgendwie, ist irgendwas schiefgegangen mit dem Steuerarm, was auch immer. Sie hat einen Werkzeugkoffer verloren und diesen Werkzeugkoffer konnte man bis zu 1,5 Wochen nach dem Event von der Erde aus beobachten mit einem mäßig großen Teleskop. Also so 100 Millimeter Durchmesser haben schon gereicht und man konnte das Ding sehen. Mhm. Wenn es im Sonnenlicht ist, ist es halt sehr hell, weil es ja auch weiß angemalt ist. Ja, genau. Einfach nur als Ergänzung. Ja. Dann gibt es noch eine weitere Anekdote, die letztes Jahr passierte, auch bei einem Außenspaziergang. Man weiß nicht, ob es ein Mikrometeoriteneinschlag war oder ob der Astronaut einfach sich ungeschickt verhalten hat, aber ein Astronaut hatte ein Loch in seinem Handschuh. Es war halt passiert, dass da irgendwie, ich weiß nicht wo, ob es in der Handfläche oder in der Hand war, halt tatsächlich ein Riss im Handschuh war. Und das hat keiner gemerkt. Das hat auch der Astronaut nicht gemerkt. Weil was passiert war, war, dass es halt an der Stelle geblutet hat und das Blut sofort die Wunde verschlossen hat und das Ding weiterhin druckdicht blieb. Und erst als er reinstieg und diesen Handschuh nicht mehr ausbekam, weil er halt festgekrustet war, stellt sich fest, dass da ein Loch in diesem Handschuh war. Das ist der erste bekannte Fall von einem größeren Leck in einem Raumanzug. Und es war irgendwie unproblematisch. Jetzt war es natürlich nur die Hand. Ich weiß nicht, ob das Ganze genauso gut verlaufen wäre, wenn es irgendwo anders durchgegangen wäre, aber es passiert. Angenommen, einige Aliens sehen deinen Vortrag und wissen jetzt, dass der Hauptzweck von Raumstation ihre Nahrungsversorgung ist. Und sie wollen natürlich, dass der Inhalt schön gar ist und werfen deswegen irgendwie ein bisschen harte Röntgenstrahlung drauf. Würde man da die gleichen Abschirmungen verwenden oder müsste man gegen
elektromagnetische Strahlung anders vorgehen als gegen Teilchen? Elektromagnetische Strahlung, also insbesondere elektromagnetische Strahlung so oberhalb von ein paar Kiloelektronenvolt, hat halt den Nachteil, dass man sie wirklich nur mit viel Material abschirmen kann. Da kann man mit magnetischen Feldern nichts machen, da kann man auch mit Wasserstoff nicht viel machen, da muss man halt einfach viel Blei in den Weg tun, das geht nicht. Sprich, gegen Röntgenstrahlung hilft tatsächlich nicht viel abschirmungstechnisch. Röntgenstrahlung ist natürlich auf der ISS jetzt gerade aktuell, wo noch keine Aliens da sind, nicht so das Hauptstrahlungsbelastungsproblem. Aber sobald die Aliens auftauchen, wünsche ich Ihnen guten Appetit. Ja, ich hätte eine Frage, die eher so Satelliten betrifft, aber generell, warum mögen Vakuumtechniker Alufolie so gern? Ja, Alufolie, also insbesondere, wenn man halt eine Vakuumkammer baut, wahrscheinlich willst du darauf hinaus, wenn man irgendwas in einer Vakuumkammer macht und ein wirklich gutes Vakuum auf der Erde produzieren will, muss man halt irgendwie diese Vakuumkammer erst mit seinen Pumpen evakuieren, das heißt dafür sorgen, dass die ganze Luft raus ist, dann hat man aber immer noch auf der Innenseite Sauerstoff, der einfach an der Wand klebt. Das macht Sauerstoff halt so, weil der halt irgendwie sehr reaktiv ist, schöne Bindungen hat und klebt an die Wand und hin und wieder fällt er wieder ab. Sprich, wenn man einfach nur so eine Kammer leer pumpt, wird das kein gutes Vakuum. Dann kriegt man da vielleicht so 10 hoch minus 8 Bar oder sowas rein, bestfalls. Und was man dann machen muss, ist diese Kammer ausheizen. Sprich, man macht die Wände so heiß wie möglich, um diesen blöden klebenden Wasserstoff wegzukriegen. Und wenn man in so einem Labor ist und da so eine Vakuumkammer steht, die vielleicht so groß ist wie, sagen wir mal, diese Sitzreihen zusammen, möchte man die nicht unbedingt auf 1000 Grad heizen, wenn man daneben steht. Deswegen packt man die möglichst schön thermisch ein. Sprich, man macht noch mehrere Schichten Alufolie drumherum und heizt sie dann aus für mehrere Tage und kann dann mit den Pumpen richtig schön runtergehen auf, was weiß ich, 10 hoch minus 11 Bar oder sonst irgendwas. Deswegen sind fast alle Ultravakuum-Hochvakuumgeräte immer in Alufolie eingepackt, weil das umständlich ist und man das dann einfach so lässt. Ja, und ansonsten ist halt Alufolie ein Material, das cool aussieht. Hallo. Ich habe noch mal eine Frage zu den Aliens, die jetzt unsere Astronauten mit Erbsensuppe zubereiten wollen. Mhm. Und zwar, wir haben ja gesehen, dass das alles innerhalb vom Erdmagnetfeld schön und gut ist und auch noch halbwegs sicher. Da brauchen wir nicht so viel Schirmung. Wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt zum Beispiel vor Ort Lieferungen zum Pluto machen wollen, zum Mars machen wollen, ja, dass die Aliens da quasi essen? Direkt hingeliefert kriegen. Da brauchen wir dann ja wahrscheinlich deutlich fortgeschrittenere Konzepte für Strahlen. Ja, das Problem ist, dass man nicht genau weiß, wie viel Abschirmung genug Abschirmung ist, weil man einfach nicht die geringste Ahnung hat, wie viel Strahlung man denn abkann. Niemand war länger als 3 Tage außerhalb der Erdatmosphäre, man weiß es einfach nicht. Dementsprechend werden da einfach grobe Schätzwerte gemacht und Raumschiffdesigns, die vorgeschlagen werden für Marsmissionen, gehen halt davon aus, dass, sagen wir mal, Megaelektronenvoltstrahlung, Gigaelektronenvoltstrahlung den gleichen Effekt hat. Das kann sein, das kann auch nicht sein. Es gibt einen Vorschlag, wie man, oder es gab kürzlich einen Vorschlag für eine Situation, wo der Mars 2017 sehr nah an der Erde vorbeikommt und es da irgendwie eine sehr glückliche Trajektorie sich ergeben hat für einen Free Return, sprich für einen Start von der Erde. Man fliegt um den Mars rum, macht einen Swingby zum Mars, der einen wieder zur Erde zurückführt, ohne dass man Treibstoff verbrauchen muss, kommt man wieder zur Erde zurück und das ist gut. Einfach um mal einen Test für genau diese Dinge zu haben. Man landet nicht auf dem Mars, aber man fliegt schon mal zumindest bemannt um den Mars herum, einfach um das mal ausprobiert zu haben. Und da war der Vorschlag, dass man eine SpaceX Dragon-Kapsel nimmt und einfach nochmal 3 Zentimeter mehr Abschirmungsmaterial dran tut, aus Aluminium und fertig. Aber es weiß wirklich niemand, ob das gut genug ist oder nicht. Wenn man in der Erdmagnetosphäre weiter nach außen geht, hängt es stark davon ab, in welcher Phase des solaren Zyklus man sich befindet. Solar-Maximum-Bedingungen, also wo viel hochenergetischer, schneller Sonnenwind ausströmt, ist der gesamte Weg von uns bis zu Pluto gefüllt mit Sonnenwind, der sich nach außen strömt. Und alle Teilchen, die von außen reinkommen, werden von diesem Sonnenwind bei Kollisionen oder durch magnetische Schwankungen gestreut und abgeschirmt. Und es ist tatsächlich so, dass im solaren Maximum die interstellaren kosmischen Teilchen viel geringer sind. Wenn wir beim solaren Minimum sind, sind die interstellaren kosmischen Teilchen schwächer. Jetzt fliegt man zum Pluto natürlich so lange, dass man zwangsweise einen ganzen Zyklus unterwegs ist. Dementsprechend wird es nach außen hin selbstverständlich so, dass die kosmischen Teilchen und damit die hochenergetischen Teile höher und höher und höher werden. Und ich habe aber nicht die geringste Ahnung, was für eine Abschirmung man da bräuchte. Also wahrscheinlich würde so ein Raumschiff A schon deswegen massiv sein, damit man da auch irgendwie was zu tun hat auf dem Weg für die 20 Jahre. Und B muss man dann halt auch entsprechend dick Abschirmung drumherum tun.
Es gibt dann noch einen weiteren Effekt, wenn man drüber nachdenkt, eine Mondbasis zu bauen, wo man ja auch irgendwie kein Magnetfeld hat. Der Mond hat zwar hier und da magnetische Anomalien, also Einschlagskrater von Eisenmeteoriten, die lokal kleine Magnetfelder haben, aber im Großen und Ganzen hat der Mond kein großteiliges Magnetfeld. Und man hat das Problem, dass halt die Mondoberfläche, wenn man auf der Mondoberfläche steht, kriegt man halt so Strahlung ab. Da wurde vorgeschlagen, dass man in, sagen wir mal, 1 Meter Tiefe im Mondgestein einfach eine Basis in einer Höhle baut. Das Problem ist jedoch, diese hochenergetischen Teilchen sind so hochenergetisch, dass sie den Menschen einfach zu einem sehr großen Teil durchfliegen und nicht mit dem Menschen wechselwirken. Wenn man in 1 Meter Tiefe ist, hat man über sich 1 Meter Gestein, das sehr viel Sekundärteilchen erzeugt, sodass in 1 Meter Tiefe auf dem Mond die tatsächliche bioaktive Strahlendosis tatsächlich viel höher ist als auf der Mondoberfläche selbst. Man muss mindestens in 2,5 Metern Tiefe hingehen, um eine effektive Strahlenabschirmung auf dem Mond zu erreichen. Auf dem Mars ist es nicht ganz so schlimm, aber auch da ist es so, dass auf der Oberfläche die Strahlendosis ein kleines bisschen geringer ist als, sagen wir mal, in 10 Zentimeter Tiefe. Zu aufblasbaren Raumstationenmodulen. Reichen da auch Häkeldeckchen gegen Mikrometeoriten oder hofft man einfach aufs Beste oder wie sind die geschützt? Da ist die Antwort, mal gucken. Der zentrale Auftrag dieses gerade installierten Moduls an der ISS ist genau das herauszufinden. Also das Design davon ist tatsächlich auch mehrlagig und es ist ein Platz zwischen, um zu gucken, ob denn diese Ripple Shield, also die ähnliche Technologie auch funktioniert, wenn die innere Schicht nicht massiv ist, sondern halt weich. Das wird interessant zu sehen. Also wenn das gut funktioniert, wird man das wahrscheinlich in Zukunft viel öfter so bauen. Aber es kann auch sein, dass es einfach nicht sehr gut ist. Die zwei Raumstationen, die Bigelow schon gebaut hat, hatten zwar auch ansteigende Leckraten mit der Zeit, aber waren im Großen und Ganzen so, dass sie damit zufrieden waren. Muss man gucken. Ich wollte fragen, wo wir gesprochen haben vom Eingraben einer so einer Mondbasis. Mhm. Man könnte doch das lose Gestein, also praktisch den Sand, der überall ist, sowohl am Mond wie auch am Mars, ich weiß nicht, wie das genannt wird, aber Regolith, kann man praktisch ja auch draufschütten, wenn man eine Basis dementsprechend baut. Klar, ja. Könnte man ja das als Schild nehmen. Ja, kann man machen. Muss man aber halt auch dick genug machen, denn auch da hat man das Problem, dass in 1 Metern Tiefe halt die Sekundärteilchen so stark sind, dass die Strahlendosis am höchsten ist. Da gibt es einen Vorschlag von der Europäischen Weltraumagentur, dass man kleine automatisierte Rover mit Lasern und da Sand einsammeln lässt und dann quasi sich eine Basis 3D druckt, indem man halt das Regolith mit dem Laser sintert und daraus eine Struktur baut und aufschüttet und schichtweise halt so eine Art Iglo-Struktur baut. Als das vorgeschlagen wurde, schlugen sie halt genau 1 Meter Dicke vor, was halt nicht so toll ist. Aber das ist dann ja jetzt nur eine Frage der Parameter. Noch mehr Hände. Das ist so ein bisschen am Thema vorbei, aber die Erde ist ja quasi so ein Raumschiff, das um die Sonne fliegt. Ich wollte mal wissen, ob die mehr kinetische Energie, also ich gehe davon aus, dass sie mit der Zeit langsamer wird, ob die mehr kinetische Energie durch den Widerstand des Sonnenwinds verliert oder durch innere Reibung? Also innere Reibung dürfte auf der Erde nicht das primäre Problem, also der primäre Verlustprozess für kinetische Energie sein, sondern mehr das Erde-Mond-System. Das, also die Erde selbst dreht sich natürlich nicht in ganzzahliger Resonanz zu unserer Umlaufzahl, sprich es wird so ein bisschen hin und her gekranscht. Was aber viel wichtiger ist, ist das Erde-Mond-System. Ja, umeinander kreist, während es um die Sonne kreist und auch nicht in einem ganzzahligen Verhältnis zur Jahresanzahl, sonst hätten wir ja irgendwie ganz passende Monate und keine Schalttage und so Kram. Aber der Mond entfernt sich langsam von der Erde aus den Gründen, dass die Erde halt nicht ganz so rotationssymmetrisch ist und B, da wir auch noch Gravitationseinflüsse vom Jupiter und von der Erde haben. Und ich würde vermuten, dass dieser Transferprozess, der Energietransferprozess zum Mond der primäre Verlustprozess ist. Aber die genauen Zahlen weiß ich nicht. Ich habe mal gelesen, dass die ISS jeden Tag ein Stückchen auf die Erde runterfällt. Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, war das sogar richtig viel, also Meter, die jeden Tag runterfällt. Wenn du das nochmal kommentieren könntest. Ja, ich meine, die Erdatmosphäre hört ja nicht einfach irgendwo plötzlich auf, sondern das ist mehr so eine exponentielle Verteilung. Je höher man geht, desto dünner wird sie, aber das ist immer noch ein bisschen Restdruck, auch bei der ISS. So, dass sie halt Reibung hat, ein bisschen Restreibung von der Restatmosphäre, die da ist. Und gelegentlich müssen sie halt mit Steuerdüsen da wieder Schub geben, um wieder auf eine höhere Umlaufbahn zu kommen. Das ist so mit einberechnet. Das war nicht einberechnet, zum Beispiel bei der Skylab
Raumstation, der ersten Raumstation, die Amerikaner bauten. Insbesondere hatten sie halt im solaren Minimum mal die Reibung gemessen in den Umlaufbahnen, die sie hatten, und angenommen, dass es gleich bleibt. Als die Raumstation dann starteten, war das solare Maximum und die Atmosphäre durch einfach durch Ionosphärenaufheizung, dadurch, dass von außen Teilchen draufprasseln, dehnt sich ein bisschen aus. Die Reibung war viel stärker, als sie angenommen haben, und dann stürzte sie ab und erschlug in Australien eine Kuh. Was die ISS eine Zeit lang machte, also als die Shuttles noch flogen, die Shuttles hatten eine, zumindest zum Bringen von, Hochbringen von schweren Modulen, hatten sie eine effektive Höhe, Gipfelhöhe von vielleicht, ich glaube, 380 Kilometern oder sowas. Und die ISS flog wesentlich niedriger, als sie das jetzt tat. Jetzt, wo man mit der, nur noch mit Soyuz-Kapseln hinfliegt, ist sie, glaube ich, mehr so auf 500 irgendwas Kilometern hoch. Und in der Höhe war die Reibung so viel signifikanter, dass sie etwas hatten, das als Night Glider Mode bezeichnet wurde. Die Solarpaneele zeigten tagsüber, also wenn man nicht im Erdspann war, zur Sonne hin, und sobald die Sonne unterging, drehten sie in die Horizontale und das Ding glitt tatsächlich, also mit Solarpaneelen flach ausgeklappt auf der Erdatmosphäre dahin, um die Reibung zu minimieren. Das führte natürlich auch wieder, ist vielleicht einer der Gründe, warum sich das Gelenk so stark abnutzte, weil es das Ganze halt hin und her drehen musste, mehrfach am Tag. Inzwischen jetzt ist es hoch genug, dass man das nicht mehr machen muss und die Reibung halt im Griff hat. Also der 1 Meter pro Tag in 540 Kilometern Höhe ist handhabbar, und dann macht man halt alle paar Monate mal einen kleinen Schub mit den Steuerdüsen. Das sind dann auch nur so ein paar Meter pro Sekunde an Geschwindigkeitsdifferenz, die man ausgleichen muss. So, es ist jetzt 22.24 Uhr, ich habe hier finnische Zeitzone, 21.25 laut Fahrplan sind wir in 5 Minuten fertig. Hat noch einer eine dringende, tolle, großartige Frage? Ja, also ich habe keine Frage. Ich bin der Alex. Ich halte nachher den nächsten Vortrag mit dem Stefan. Mhm. Und ich war gerade letzte Woche bei der Firma Technologica bei Moskau, die eben zum Beispiel die Toilette von der ISS gebaut haben. Mhm. Und die wollen unbedingt unser Volocopter bauen, also darüber geht der Vortrag nachher. Und die haben damit geprallt, dass die Amis immer noch bei denen auf die Toilette gehen, weil das scheinbar doch noch nicht so ganz gut funktioniert bei denen, seitdem sie seit 2010 das Problem hatten. Das war also denen ihre Referenzerklärung, weshalb wir unsere Volocopter bei denen bauen, weil sie die besseren Scheißhäuser bauen wie die Amis. Also und die wollten wissen, wie man Volocopter baut, die wissen, wie man Raumschiffe baut. Also vielleicht guckt ihr euch nachher auch unseren Vortrag an. Cool, ja, macht das auf jeden Fall. Und jetzt erstmal Bier.